Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Internet. Hier ist Nerdizismus, der nerdige Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und mit mir dabei heute nicht der Nerdizist Michael, sondern der liebe Sebastian vom Discovery Panel. Schönen guten, was auch immer. Ja, genau. Hallihallo, schönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen, gute Nacht, wie auch immer das ist. Wir haben heute, warum ist jetzt hier der Sebastian da und warum sind wir live im Internet und wir streamen das jetzt hier und so weiter. Ist das alles aufregend? Ist das alles aufregend? Wir haben uns heute mal was vorgenommen, was wir bei Nerdizismus so noch gar nicht gemacht haben. Wir machen nämlich mal einen Rewatch oder haben einen Rewatch gemacht als Auftakt für was Neues. So, was machen wir heute? Wir reden über Das Boot. Mhm. Das Boot, einer der bekanntesten, international erfolgreichsten deutschen Filme. Und warum reden wir über Das Boot? Weil demnächst in Deutschland eine Fortsetzung davon kommt. Das ist schon ziemlich verrückt, oder? Also ich will ja nicht gleich zu Anfang spoilern, aber jeder, der das Ende noch grob im Kopf hat, wird sich wahrscheinlich jetzt am Kopf kratzen und sagen, haha, eine Fortsetzung von Das Boot? Ich schreibe mir das jetzt mal hier auf, beziehungsweise ich hatte mir das schon notiert, ja. Weil ich in der Tat das auch nochmal, ich hatte das Hörbuch mal gehört und dann ist mir in dem was aufgefallen, worüber wir dann nochmal kurz sprechen sollten, nämlich genau über das Ende. Mhm. Aber was hast du denn gedacht, als du gehört hast, es kommt eine neue Serie? Ich war tatsächlich oder bin es immer noch so ein bisschen skeptisch. Einmal, weil ich noch nicht so ganz genau weiß, wie die Geschichte weiterführen werden und wollen und ob das dann auch funktionieren kann. Ich meine, die haben ja auch so ein bisschen, also es überschneiden sich, wir reden wahrscheinlich später auch noch drüber, ne? Es überschneiden sich ja so ein bisschen die Figuren dann auch ein Stück weit, aber es gibt auch neue Figuren und die Figuren werden womöglich auch ein bisschen tiefer erzählt. Das heißt, da ist schon irgendwie Potenzial da, aber ich bin so ein bisschen skeptisch, ob das, es sind halt schon große Fußstapfen, die da quasi ein bisschen weitergeführt werden. Ne? Ja. Und dann ist es nichts gegen amerikanische Produktion, aber dann ist es halt ja auch nochmal irgendwie was anderes, als wenn das jetzt, weiß ich nicht, ein deutscher Cast weiter. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig, ehrlich gesagt. Aber ich bin gespannt. Also ich bin auch gespannt. Unser Ziel ist es, also in den nächsten, sag ich mal, 3 bis 4 bis 5 Folgen dieser kleinen Reihe einfach A, jetzt mal über das Boot, das Urboot zu reden. Mhm. Und dann auch, es sind 8 Folgen von der neuen Serie, dann 2x4 Folgen zu besprechen, mhm. um einfach mal zu gucken, ja, kann das denn da mithalten? Als ich gehört habe, dass da ein neues Boot kommt, da waren noch gar keine Infos bekannt, worum es ging. Und dann gehst du natürlich erstmal, also es hieß auch erstmal Remake. Mhm. Das war so das Erste, was ich so, wie kann, also das ist in ungefähr so wie Bohemian Rhapsody zu covern und glauben, es wird gut. Ja, es ist wirklich ein gewagtes Ding. Also ich finde es auch so ein gewagtes Ding. Remake wäre noch das Größere gewagt. Also gerade, wenn dann irgendwie so, ne, also amerikanisches Team oder irgendwie Hollywood versucht, das Boot neu zu drehen, da wäre ich schreiend weggelaufen auf jeden Fall. Und jetzt glaube ich nicht schreiend weg, aber mein linkes Auge zuckt skeptisch. Da wollen wir heute noch nicht drüber sprechen. Wie gesagt, heute sprechen wir jetzt erstmal über das Urboot. Dafür haben wir uns das Boot auch nochmal angeschaut mhm. und wurden dann getrennt voneinander befragt. Nein, also wir haben, damit wir auch alle, die jetzt gucken, nochmal wissen, worüber wir reden. Wir reden über eine von insgesamt 4 Versionen, in denen dieser Film vorliegt. Und ich dachte mir, wir steigen einfach mal ein bisschen ein, weil es gibt doch etliche bemerkenswerte Dinge darüber zu erzählen. Und dann wollen wir doch mal gucken, wohin uns heute der Pfarrer oder der Talk dann bringt, der Cast bringt. Es kann auch sein, dass wir vielleicht 2 Folgen aus dem Ganzen machen. Wir haben uns da kein Zeitlimit gesetzt. Wir schauen einfach mal. Wir werden auf jeden Fall das Boot nicht 1:1 nachspielen. Nein. Wobei, wir gucken, wir können auch später mal Zitate raten oder mal Zitate, wie viele Zitate man spontan noch im Kopf hat. Also mir fallen so einige ein, die ich auch teilweise durchaus im Alltag öfters mal verwende. Mal gucken, ob du das auch hast. Jawohl, Herr Kaloy. Ja.
Zum Beispiel. Also das Boot, ein deutscher Film, und da fängt schon die erste Überraschung für mich an, von 1981. Mhm. Warum Überraschung? Weil für mich das Boot, das habe ich als Kind gesehen. Also ich durfte es nicht sehen. Ich habe durch den Kaminschacht zugehört, wie meine Eltern es geguckt haben. Also ein Boothörspiel. Ein Boothörspiel, und habe es dann irgendwann, ich kann ja nicht sagen, ob Jahre später oder Kurzzeit später, entweder wir hatten das dann aufgenommen auf VHS und was. Also ich bin aufgewachsen mit der ARD-Serie, mhm, Das Boot und deren Wiederholungen. Mhm. Die kamen 85 im Fernsehen, und wie ich jetzt in der Recherche gelernt habe, der Film kam schon 81 ins Kino. Ich habe tatsächlich auch gedacht, wir haben eben schon ganz kurz drüber gesprochen, dass zuerst tatsächlich die Serie da war, und weil sie so erfolgreich gewesen wäre oder ist, haben sie dann einen Kinofilm rausgemacht. Aber ja, Dem war tatsächlich nicht so. Nein, ne? Im Grunde genommen haben sie wahrscheinlich den ganzen Deleted-Scene-Kram genommen. Mhm. Und wenn ich jetzt... Ich habe den Kinofilm, so wie er dann lief und wie er auch die Oscar-Nominierung hat, nur noch ab den ein oder zwei Mal gesehen. Ich weiß aber, dass der scheiße ist. Echt? Ja, weil der einfach auf 2 Stunden runtergekürzt ist. Das ist nur noch ein Actionheuler. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob ich den Film jemals gesehen habe, weil ich auch genau wie du als Kind irgendwann mal diese Serie im Fernsehen oder in der Wiederholung oder wie auch immer gesehen habe und tatsächlich auch, glaube ich, wahrscheinlich zu jung dazu war, weil ich sehr viele beklemmende Erinnerungen an den Film habe oder an die Serie habe, und jetzt retrospektiv fast noch ein bisschen überrascht bin, als ich den jetzt nochmal so aktiv, die ganze Serie nochmal so aktiv geguckt habe, dass sie weniger gruselig ist, als ich das so im Kopf hatte. Obwohl sie schon natürlich total gruselig ist am Ende. Also es ist einfach eine gruselige Vorstellung. Aber, ja, definitiv. Ja. Also kommen wir mal kurz zu den Fassungen. Also es gibt, wie gesagt, 4 Fassungen insgesamt. Es gibt die Kinoversion mit einer Länge von 145 Minuten. Mhm. Dann gab es eine TV-Filmfassung, die schwankt zwischen 310 und 280 Minuten, je nachdem, ob man den Vorspann und die Rückblicke auf die jeweilige Folge und den Abspann noch mitzählt. Die zum Teil auch sehr lang sind. Also diese Rückblicke, die dauern zum Teil irgendwie 1,5 Minuten. Also die Rückblicke sind keine Rückblicke, sondern es wird zurückgespult quasi. Okay. Das heißt, du siehst dann, also zumindest ist es jetzt auf der Fassung, die ich also diese digital remasterte Version, die ich gesehen habe. Das ist auch, wieso lief es in der ARD? Genau. Ist es so, dass dann am Anfang so, also bestimmt eine Minute einfach nochmal aus der alten Folge gezeigt wird. Okay. Ja. Und dann gibt es einen Director's Cut, der hat 216 Minuten. Und da gibt es noch, also es gibt 2 Director's Cut. Es gibt einen DVD mit 208 und einen Director's Cut mit 218 Minuten. Das sind, sag ich mal, wenn man keinen Bock hat, sich die 5 Stunden anzutun, wobei anzutun ein absolut falsch Verb ist, weil es eigentlich großartig ist, dann ist das wenigstens die Version, die so halbwegs den Spirit einfängt. Ich glaube, man bekommt die Kinoversion aber auch gar nicht mehr, die ist gar nicht erhältlich. Also das ist die gehört in den Giftschrank, weil da ist wirklich alles rausgenommen, was den Film ausmacht. Das ist einfach nur noch ein Actionheuler. Und ich finde, genau darum geht es ja auch ein Stück weit in dem Film. Ne? Also auch um die Längen, also gemeinsam quasi die Längen auszuhalten mit dem, was man da so sieht. Ja, ne? Genau. Steigen wir also mal ein. Also wir haben gesagt 91, Regie von Wolfgang Petersen, Drehbuch auch Wolfgang Petersen, Produktion Günter Rohrbach, Musik Klaus Doldinger, Kamera Jost Vacano, Schnitt Hannes Nickel. Warum lese ich das heute mal vor, und warum werden wir uns heute auch im Gegensatz zu anderen Nerdizismus-Folgen mal wirklich intensiv mit dem Cast beschäftigen? Weil dieser Cast und auch das Produktionsteam hat es einfach in sich. Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Und es fängt, also du, in jede Ecke, in die du reinguckst, ist es, also es ist wirklich jeder, der da mitgemacht hat, der hat irgendeine Bedeutung in der späteren Filmgeschichte. Definitiv. Oder? Kommen wir zur Besetzung. Wir haben also Jürgen Prochnow. Ich lese einfach mal erstmal die Namen runter. Jürgen Prochnow, Hubertus Hengsch, Klaus Wennemann, Herbert Grönemeyer, Martin Semmelrogge, Uwe Ochsenknecht und. Wir gehen gleich noch auf ein paar ein. Das ist echt unglaublich. Der Film hat insgesamt 6 Oscar-Nominierungen bekommen, aber keinen Oscar gewonnen. Mhm. Es hat aber gereicht, um Wolfgang Petersen so auf den Schirm von Hollywood zu bringen, dass er dann am Ende eben den Sprung gemacht hat. Und steigen wir mal ein bisschen mit Wolfgang Petersen ein. Den kennt man, also man kennt ihn natürlich heute jetzt von Filmen wie Outbreak, Air Force One, Troja und so weiter, in The Line of Fire. Der hat aber auch die unendliche Geschichte gemacht. Das hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm. Nee, das hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Und als ich das gerade eben hier so im Überfliegen gelesen habe, war ich auch tatsächlich überrascht. Aber ein großartiger Film, wie ich finde. Und auch so ein bisschen eine andere Handschrift. Also wenn man sich so das anguckt, was er so danach gemacht hat. Also gerade jetzt die Filme, die du vorgelesen hast. Ja. Die sind ja schon eindeutig auch actionbasiert. Ne? Und er hat den berühmtesten Tatort von allen gemacht, nämlich das Reifezeugnis. Hm. Ja.
Das wusste ich auch nicht. Das wusste ich auch nicht, ja, nee, tatsächlich ja. nicht. Tatsächlich, also da wirklich ein, ja, man kann jetzt über die Spätwerke vielleicht sagen, was man will, Troja und Poseidon waren jetzt eher so, aber grundsätzlich, ganz ehrlich, Outbreak, Air Force One, In the Line of Fire, Enemy Mine finde ich ganz großartig. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich meine, ich glaube, das sind auch so ein bisschen Filme, die so noch den Geist so der ausgehenden 90er, Anfang der 2000er atmen, die vielleicht heute nicht mehr so gedreht werden würden, aber ich habe auch mit vielen dieser Filme wirklich viel Spaß gehabt. Ja, definitiv. Du wirst mit den Filmen von Günther Rohrbach auch viel Spaß gehabt haben, auch wenn dir Günther Rohrbach nichts sagt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, Günther Rohrbach war Geschäftsführer und Produzent der Bavaria und der hat unter anderem, also das war so eine Gang, man wird sehen, die haben alle mehr oder weniger immer so die gleichen Filme gemacht. Mhm. Ne? Berlin-Alexanderplatz, eine endliche Geschichte, aber er hat uns, hat mit Loriot Oedipus und Papa Ante Portas gemacht. Oh, großartig. Stonk, mhm. Stalingrad, Apothekerin und Emmy und Jaguar und noch viele, viele mehr. Das waren jetzt mal die ich dann mal so rausgenommen habe. Und die, die du gerade gesagt hast, sind das alles ausnehmend gute Filme tatsächlich. Also ich weiß, ich gucke bestimmt alle 2 Jahre einmal Stonk. Ist der geil, oder? Also der funktioniert auch immer noch. Sensationell. Und tatsächlich auch Papa Ante Portas. Man kann ja über Loriot denken, was man will. Also und es geht auch über Oedipus, finde ich, kann man durchaus streiten. Aber Papa Ante Portas, ich liege immer noch auf dem Boden. Das ist so. Was ist deine Lieblingsszene bei Papa Ante Portas? Ach, da gibt's so viele. Ich muss gerade darüber nachdenken, ob ich mich dafür eine entscheiden können würde oder welche mir überhaupt spontan in den Kopf kommt. Also meine ist, wir sind heitere Menschen. Und wenn es zum Lachen zumute ist, dann scherzen wir gerne einmal. Ja? Ich finde Hedwig und Heinrich. Nee, Hedwig und Helmut, glaube ich. Oder wie heißt der Mann oder sowas? Ja, genau, ja, ja. Ich finde das sensationell. Das atmet so viel deutsche Spießigkeit. Ja, unglaublich. Ah. Ja. Viel atmen muss auch Klaus Doldinger, weil der ist nämlich Jazz-Saxophonist. Ey, meine Übergänge sind schon Wahnsinn, gut. Ne? Ja, sensationell. Wahnsinn, ne? Ja, genau. Klaus Doldinger hat die Musik gemacht. Ich habe. Für alle, die letzten Samstag bei der Rückspultaste bei der verflixten Melodie waren, dort haben der Sebastian und ich fälschlicherweise behauptet, aus irgendeinem Grund, und wir waren beide der Überzeugung, dass das so ist, dass Giorgio Moroder für den Film die Mucke gemacht hat und Doldinger für die Serie. Warum auch immer. Wir waren beide der Meinung, das wäre so. Ich habe das nachgeguckt, Moroder hat da nichts mit zu tun. Also keine Ahnung, wie wir da drauf gekommen sind. Der hat also die Filmmusik geschrieben, auch wieder für Unendliche Geschichte, aber auch für sowas wie Liebling Kreuzberg und die Tatort-Titelmelodie. Das hatte ich im Kopf tatsächlich. Echt? Ja. Das hatte ich im Kopf, aber ich, also umgekehrt wusste ich nicht, dass Klaus Doldinger der gleiche ist, der auch das Boot gemacht hat. Ich habe irgendwann mal eine Doku über ihn gesehen und diese Tatort-Melodie und die ja auch seit 3 Milliarden Jahren irgendwie gleich ist. Ne? Aber ich finde das tatsächlich, ist das beim Boot auch echt erwähnenswert, weil das eine der besten Titelmelodien dichtesten ist, die ich je gehört habe. Ich meine, die wurde ja dann auch irgendwann noch in den 90ern vertechnoiert oder so. Ja. Aber ich glaube, da wollen wir lieber nicht mehr drüber reden. Ich hatte auch als Teenager dann den Soundtrack auf Schallplatte. Wirklich? Ja, vom Boot? Vom Boot, ja. Nicht das hier? Nein, vom Boot. Das sind, so viele Songs sind das gar nicht. Das sind vielleicht insgesamt, lass das 10 Lieder sein. Und wahrscheinlich dann alte Chansons oder was? Nein, die sind gar nicht drauf. Also alles, was im Bordradio im Hintergrund läuft, ist überhaupt nicht drauf. Es ist die Titelmelodie, dann gibt es dieses Liebesthema, ja, dann gibt es so einen sphärischen Klang, wenn die sich so langweilen und so, das ist das eine. Dann gibt es so ein Angriffsthema und noch 1, 2 andere, das war's. Da ist nicht viel drauf, das ist eine halbe Stunde pro Seite. Das ist aber eigentlich ganz geil. Hast du die noch? Soll mal rauskramen. Bestimmt, aber ich habe keinen Plattenspieler mehr. Den habe ich. Den hast du, okay. Ja. Komm, lass uns mal treffen. So, dann haben wir an der Kamera Jost Vaccano. Auch wieder, wer hätte es gedacht, Unendliche Geschichte. Mhm. Aber, und jetzt wird es interessant, der hat die Kamera gemacht bei Total Recall, Starship Troopers, Robocop, Showgirls und Hollow Man. Durchaus auch große Filme. Und vor allem so Robocop, Starship Troopers und die sind visuell schon ziemlich gleich, die drei. Also so vom, ich habe das immer auf 80er Jahre VHS abgenudelt geschoben, aber ist dann wohl so, okay. Mhm. So, dann haben wir als letzten vom Cast nämlich Hannes Nickel. Der ist schon tot, vor ein paar Jahren gestorben, der hat den Schnitt gemacht. Und auch der hat bekannte Sachen geschnitten, wie zum Beispiel einen der ersten unter den bekanntesten Edgar Wallace-Filme, nämlich den Hexer. Ah, schön. Ja, also die haben schon früh angefangen, 63 war das. Tatorts unendlich, also was alle hier von jedem, den wir jetzt hier erzählen, vereint ist, alle haben
mehr als einen Tatort gemacht. Das ist eigentlich ganz geil, ne? Unglaublich, ja. Tatort hat wirklich, also es gibt niemanden, der nicht im Tatort mitgespielt hat, egal was oder irgendwas gemacht hat. Der hat auch Stalingrad geschnitten, Enemy Mine und so weiter. Und er hat am Ende noch als letzte seiner Karriere noch Raumpatrouille Orion geschnitten, nämlich diesen Zusammenschnitt fürs Kino. Ah, okay. Ja. War wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach. Also Raumpatrouille Orion habe ich irgendwie schon 4-5 Mal angefangen. Es ist schwer, ne? Es ist schwer. Es ist skurril, aber sobald dann, sag ich mal, das Skurrile weg ist, mit, ich meine, das ist schon geil mit den Fischen und wie sie das gemacht, aber sobald es dann wirklich in die Story reingeht, ist es schon. Es hat Längen, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich es einmal ganz geschafft habe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr lange her. Deswegen müsste ich dann vielleicht an der Stelle einfach mal den Rücksturz ins Kino mal angucken. Mhm. So, kommen wir zum Cast, der natürlich allen voran, der alte Herr Kaloyn. Jürgen Prochnow aus Berlin. Warum ich die Städte gleich dazu sage oder bei jedem dazu sage, hat auch noch einen kleinen Grund. Ja, Jürgen Prochnow, was soll man zu Jürgen Prochnow noch sagen? Ja, also einer der ganz Großen, tatsächlich auch hier am Ende ein Hollywood-Export, ich glaube nicht zuletzt auch durch das Boot. Ja, ne? Definitiv. Mhm. Es ging gleich nach das Boot Schlag auf Schlag weiter, dann hat er nämlich den Atreides in Dune, der Wüstenplanet, gespielt. Mhm. Dann war er der Bad Guy in Beverly Hills Cop 2. Dann mit Johnny Depp in Das siebte Zeichen. In Twin Peaks der Film Fire Walk With Me war der dabei. Aha. Das wusste ich auch nicht mehr. Nee, hab ich auch nicht mehr. Judge Dredd, der englische Patient, Air Force One, okay, da hat er ja nur 5 Sekunden Auftritt gehabt, ganz am Ende oder so. Wing Commander, und jetzt geht es langsam bergab, weil irgendwann ist er so ein bisschen ins Trashige reingerutscht. Mhm. Nämlich dann hat er sich unter anderem Videospielverfilmungen zugewandt, wie Wing Commander, House of the Dead, Hitman Agent und so weiter, und das war jetzt also alles eher so. Und der Tiefpunkt meiner Meinung nach war dann Bierfest. Kennst du Bierfest? Ich habe es noch nie gehört. Bier, ich sehe gerade, der englische Titel ist Beerfest, ja. Das ist, also ich versuche die Handlung, wir haben ja heute gesagt, wir haben Zeit der Welt, deswegen. Beerfest ist eine amerikanische Komödie. Ich weiß nicht, ob sie mit irgendjemandem Bekanntes ist. Da, ich weiß nicht mehr genau die Story, aber am Ende des Tages gibt es auf dem Oktoberfest unter einem Zelt einen geheimen Biertrink-Weltmeisterschaft. Ernsthaft? Ja. Und nachdem natürlich, also aus Klischee Bayern Deluxe bestehen, natürlich alles gewinnen und irgendwie so ein Ami-Team halt tierisch aufs Maul kriegt und nach der ersten Runde schon rausfliegt, ist es halt eigentlich so ein Sportlerfilm, also dämlich bis zum Verrecken, ja, dass die halt trainieren, um am Ende halt die Deutschen auf diesem Beerfest dann halt unter den Tisch zu saufen. Und wenn ich mich recht entsinne, ist Jürgen Prochnow der Trainer oder Team-Captain des deutschen Teams. Also was muss passieren, dass, wenn du ein solches Drehbuch liest, du am Ende, ja, ich bin dabei, sagst? Also das kann doch dann. Man kann auch nicht mehr sagen, er war jung und brauchte das Geld, weil das Ganze war nämlich schon 2006. Also vielleicht war er alt und brauchte das Geld. Ja, vielleicht. Ich meine, danach wurde es ein bisschen besser, hat dann 24 ein paar Folgen mitgespielt und Navy CIS, aber das war wirklich so, das war echt übel. Vor allen Dingen frage ich mich, wie die das machen wollen unterhalb eines Bierzeltes, weil das ist ja doch, also die Theresienwiese ist ja nicht. Frag nicht. Ah, ja, egal. Frag nicht. Gut. Also der ist ungefähr, also ich glaube, voll auf die Nüsse ist noch gehaltvoller als der oder Kindsköpfe 2. Okay, ist vielleicht was für Karneval oder so. Ja, also das war, wie gesagt, der alte Herr Kaloyn. Dann haben wir den 1WO, der erste Wachoffizier, der wird gespielt von Hubertus Bengsch, auch aus Berlin. Der hat dann interessanterweise fast gar nichts mehr gemacht. Der hat natürlich auch echt eine schwierige Rolle irgendwie. Ne? Er ist halt der Arsch. Ja, er ist schon der Arsch. Er ist schon der Arsch. Ja. Er ist halt der stramme Nazi-Arsch. Mhm. Und auch der eher junge, unerfahrene, der schnell Karriere gemacht hat offensichtlich. Mhm. Da gibt es eine Anekdote zum Buch, einen Unterschied. Das schreibe ich mir mal eben auf. Da können wir später noch drauf eingehen, weil dieser Charakter hat etwas im Buch, was ihn doch nochmal ein bisschen ändert, was er im Film nicht hat. Ah. Aber Hubertus Bengsch ist jetzt, weiß Gott, nicht arbeitslos, sondern er ist sehr erfolgreicher Synchronsprecher. Ah. Und zwar ist er die Hauptstimme von Richard Gere. Oh, ja. Das ist nicht schlecht. Und Richard Gere und Harold Ramis teilen sich die gleiche Stimme, nämlich ihn. Ach krass. Ja. Nicht schlecht. Also da hast du natürlich auch was, also vor allen Dingen musst du auch in dieses Business erstmal reinkommen, was ja echt ein sehr, sehr elitärer Kreis ist. Ja, ja. Und wenn man sich auf Wikipedia seine Filme anguckt, also der hat schon im Synchronbusiness gut zu tun. Dann kommen wir zum Leitenden, zum LI, Leitender Ingenieur, das ist Klaus Wennemann, der ist auch schon tot, der kommt aus Oer-Erkenschwick aus Westfalen.
den kennt man vor allem natürlich neben das Boot aus der Fahnder, weil der war über 10 Jahre lang der Fahnder. War das eine ARD-Serie? Ich habe das nie gesehen. Ich kenne das vom Namen. Ich glaube, es war ZDF, aber ich kann es jetzt gerade nicht mehr mit ganzer Sicherheit sagen. Und dann hat er noch einen Film gemacht, da weiß ich aber seine Rolle nicht mehr, aber der Film ist mir in Erinnerung geblieben, nämlich Abwärts. Kennst du den? Ich glaube, der ist mit Götz George. Und also irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe da schon mal was von gehört. Aber das ist, wo die Leute in einem Fahrstuhl stecken bleiben. Nee, aber da kommt gerade, also noch klingelt da nichts. Okay, ja. Wer will ich auch gar nicht sagen. Ich habe den als ziemlich geil in Erinnerung, aber den habe ich bestimmt schon 30 Jahre nicht mehr gesehen. Das kann auch, der kann auch ziemlich scheiße sein. Ja? Aber ich habe ihn als ziemlich gut in Erinnerung. Okay, mal gucken, so ein Kammerspiel, 6 Leute bleiben im Fahrstuhl stecken und dann entspinnt sich irgendwie so, also nicht schlecht. Dann haben wir den Leutnant Werner, der wird gespielt von Herbert Arthur Wiklief Klamor Grönemeyer. Hast du dir die ausgedacht oder Nein, heißt der wirklich das so? Das ist sein offizieller Wikipedia-Name, Herbert Arthur Wiklief Claymore oder vielleicht ist es auch Arthur, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ob es jetzt Deutsch oder Englisch oder Russisch, Grönemeyer aus Göttingen. Verrückt. Der ist nämlich gar nicht aus Bochum. Ich hab mich noch nie mit Grönemeyer beschäftigt. Aber mit Bochum hat er nichts zu tun. Also nicht geburtstechnisch. Aber er hat hoffentlich da gewohnt. Ja, irgendwann ich denke mal, oder? Ja, ich denke irgendwann. Vielleicht kann er sich nur nicht mehr daran erinnern, dass er aus Göttingen irgendwie kommt oder so. Deswegen habe ich ehrlich gesagt zu Herbert Grönemeyer, den kennt man ja, kommerziell erfolgreichste zeitgenössische Musiker Deutschlands, hat aber eigentlich auch nur 11 Filme gemacht und außer das Boot kennst du keinen einzigen Film. Ja, ich glaube, es war tatsächlich auch so am Anfang so ein bisschen so die Frage, wo er hin will. Ne? Also ich glaube, er hat tatsächlich am Anfang so ein bisschen mit sich gehadert und wusste nicht so ganz genau, in welche Richtung will er gehen und hat das dann auch eine Weile irgendwie parallel gemacht, war aber dann auch relativ schnell schon relativ erfolgreich, ne, zu der Zeit. Dann haben wir den 2WO, den zweiten Wachoffizier, der wird gespielt von Martin Semmelrogge aus Bad Boll, das ist in Baden-Württemberg. Der hat einfach so ziemlich in jeder Fernsehserie mitgespielt, die es in deutschen Fernsehen jemals gab. Ich feiere den ja sehr. Ich finde, das ist so ein Typ. Ich finde, das ist echt. Also ich meine, der kann natürlich auch irgendwie so ein Stück weit immer nur den gleichen Typ spielen, ne, weil er schon einfach so viel Typ ist, aber ich gucke dem total gerne zu. Also der war wirklich von x Tatorte, Soko, Cobra 11, Pastewka, der alte Rosenheim-Krups, von bis für alle Fälle Stefanie, Dr. Der Stefan Frank. Erinnert sich nicht gerne, ja. Der Arzt, der die Frauen vertrauen, Küstenwache, sogar in GZSZ hat er mitgespielt. Ernsthaft? Ja. Ja, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob der wirklich zu den erfolgreichsten aus diesem Cast gehört. Ich meine, er hat unfassbar viel gemacht, aber ich habe ihn auch so ein bisschen in Erinnerung als so jemand, der nicht das Gespür dafür hat, Trash auszulassen. Nee, weil Promi Big Brother hat er auch gemacht. Ja. Und ich glaube, hat er nicht Privatinsolvenz angemeldet und angeblich die Gartenmöbel von irgendjemand auf Malle geklaut, irgendwie sowas. Also ein paar Filme hat er auch gemacht. Einer ist echt interessant, also Bang, Boom, Bam, ja, dann Neues vom Wichser und da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, da muss der wirklich der dritte hinten links gewesen sein, der hat einen SS-Offizier in Schindlers Liste gespielt. Ach echt? Ja. Also über Schindlers Liste habe ich jetzt auch nochmal bei dem Rewatch nachgedacht, aber also Martin Semmelrogge würde ich ja jetzt gerade nicht denken. Der muss da wirklich irgendwie da reingerutscht sein oder vielleicht mal durchs Bild gelaufen. Und der Bibelforscher, also der Matrose, der immer in der Bibel liest, der heißt Joachim Bernhard und ist sein Bruder. Sieh mal einer an. Ja, sieh mal einer an. Ja. Ja. Guck an. Ja. Dann haben wir den Bootsmann Lamprecht, der wird gespielt von Uwe Adam Ochsenknecht und der kommt aus Biblis. Aufgewachsen ist er in Monnem und er war bei mir auf der Schule. Ach wirklich? Ajo. Aha. Ja. Biblis. Ah ja, der Biblis ist jetzt ein bisschen woanders da, aber in Monnem ist er aufgewachsen, war bei mir auf der Schule. Biblis ist das, da ist ein Atomkraftwerk. Genau, daher kennt man das. Das ist das Einzige, warum man Biblis kennt, wegen dem Atomkraftwerk, sonst kennt man es nicht. Der hat angefangen im Derrick, auch im Tatort, hahaha. Durchbruch dann mit das Boot, beziehungsweise eigentlich dann mit Männer. Ich wollte gerade sagen, weil in das Boot, wenn man sich dann so den Cast anguckt und diese ganzen großen Namen, also dafür hat er halt im Boot echt eine kleine Rolle, ne? Also ja. den sieht man kaum. Also der läuft ein paar Mal durchs Bild und sagt ein paar Sätze. Ja. Ja. Also da hätte mich gewundert, wenn das für einen Durchbruch gereicht hätte. Aber es hat für alle irgendwie gereicht, um irgendwie auf dem Radar von Castingagenturen zu kommen. Ne? Ja. Er war dann nach Männer jahrelang eigentlich auch auf romantische Komödie mit Katja Riemann mehr oder weniger durchgebucht. Ja. Ja. Dann gab es ein paar, ja, ich sag mal, Höhen und Tiefen, Ballermann 6, aber auch Höhen wie Stonk. Ja. Grandios. Ja, groß. Eine unterschätzte Komödie,
Da weiß ich jetzt nicht, ob es ein Remake ist oder ob die Amis das Remake gemacht haben. Ich glaube, das Deutsche ist zumindest das, vielleicht gibt es auch noch ein anderes Original, aber Fußball ist unser Leben. Wo so ein paar Schalke-Fans so einen brasilianischen Superstar entführen, der halt nicht kicken will oder Depressionen hat irgendwie so und den dann im Keller wieder fit macht. Ich bin mir relativ sicher, dass ich diesen Film nie gesehen habe, aber weiß... Also der ist gar nicht so unlustig. Ich kenne irgendwie die Story aus irgendwelchen Gründen. Ja, weil ich es nämlich, Bilder vor, weil es vor nämlich einen US-Film gibt, wo das mit dem Basketball so ist. Ah. Aber ich weiß nicht, welcher Film zuerst war. Und ich habe auch jetzt gerade keine Ahnung, welcher Film es war. Vielleicht weiß es irgendjemand im Chat, dann kann er es ja mal reinschreiben. Aber dieser Fußball ist unser Leben, ist gar nicht mal so unlustig. Weil, also der Rest ist so, ich sag mal, deutsche Komödie. Aber was das Geile ist, die Oma ist, ich glaube, die Oma ist BVB-Fan. Mhm. Und die wohnt halt in diesem durch und durch Schalke-Haushalt. Und die BVB-Oma ist eigentlich das Geilste. Die ist eigentlich das Geilste an dem ganzen Film. Ja, dann hat er seine Kinder in den wilden Kerlen untergebracht. Ah ja, genau. Ja. Willkommen bei den Hartmanns. Jim Knopf, der Lokomotivführer, war das Letzte, was dann da so war. Mhm. Dann haben wir... Aber es war 2018, ne? Ja, genau, ja. Dann haben wir den Obermaschinisten Johann das Gespenst, gespielt von Erwin Lehner aus St. Pölten, Österreich. Was ein Typ. Ja. Alter, was ein Typ, echt. Ne? Also da bin ich bis heute fasziniert von dieser Präsenz dieses Mannes einfach. Ne? Und der spielt natürlich auch echt eine geile Rolle da und das passt irgendwie alles super gut zusammen. Aber was ein Typ. Und auch er hat einen, den fünften SS-Offizier von hinten links in Schindlers Liste gespielt. Lustig. Ja. Und irgendjemand in Underworld, das weiß ich jetzt aber nicht mehr, wer da war. Mhm. Dann haben wir den Bootsmann Pilgrim, der wird gespielt von Jan Fedder. Mhm. Ja, und Jan Fedder kennt man halt als Dirk Mattes aus dem Großstadtrevier. Und der spricht auch in ein paar Werner-Filmen. Und ansonsten hat Dirk Fedder einfach alles, was in Hamburg gemacht und irgendwie Krimi hat. Da ist Jan, ja. Da ist Jan Fedder einfach immer dabei. Und Großstadtrevier, das läuft ja auch irgendwie gefühlt das seit 40.000 Jahren. Das läuft seit 91 Jahren. Ja, das ist krass, durch. Ey. Ja, das ist so ein bisschen, das ist so, ne, also das ist so fast wie eine Verbeamtung eigentlich. Ja. Dann haben wir den Dieselheizer Ario, gespielt von Claude-Oliver Rudolph, mhm, aus Frankfurt. Da war er noch ein bisschen schlanker. Ja, definitiv. Den hätte ich auch überhaupt nicht mehr erkannt. Also ich wusste auch nicht mehr, dass er da mitgespielt hat. Nee, wusste ich auch nicht. Auch er hat ja, muss man sagen, jetzt nicht wirklich die tragendste aller Rollen da im Film. Ne? Absolut nicht. Ich könnte ja auch gerade gar nicht sagen, wer jetzt ist der das mit dem Rührei und dem Baby-AA? Das ist er, glaube ich, ne? Ich kann mich nur noch, ich weiß gar nicht mal, was er so gesagt hat, ich kann mich nur noch erinnern, dass er irgendwann im Bett gelegen hat und geredet. Ja, das, genau. Und ja, auch unzählige Tatorts, Sokos, Polizeirufe und ein kleines Highlight, da hat er mal international ein bisschen was gemacht, er war ein gewisser Colonel Akajewitsch in The World Is Not Enough, ein James-Bond-Film. Ich wollte gerade sagen, der war mal James-Bond-Bösewicht, ne? Ja, ja, aber das war... Er war nicht der böse Bösewicht, sondern... Minuten-Bösewicht, ja, oder sowas, ne? Kann nicht lang gewesen sein. Also ich bin so ein James-Bond-Recht bewandert, aber das war mir... Also hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Definitiv kein Beißer-Format. Dann haben wir den Dieselmart Frenzen, gespielt von Ralf Richter. Ralf Richter war in jeder deutschen Krimiserie, ich habe irgendwann mal aufgehört, auch in Fußball ist unser Leben, Bang, Bung, Bang. Was nicht passt, wird passend gemacht. Manta der Film und einer meiner absoluten Lieblings-Trash-Filme, Superstau. Kennst du nicht Superstau? Du merkst, bei mir passiert gerade nichts. Okay, ich dachte, da kommt jetzt, ja, Superstau. Nie gehört. Nee. Echt nicht? Nee. Superstau, das ist so eine Mitte der 90er, mhm, oder Anfang der 90er Komödie, so im Zuge von Go Trabi Go und Manta der Film. Und das ist einfach auf der Autobahn ist Vollsperrung. Mhm. Und dann ist halt so ein episodenhaftes Sketch-Show, sage ich mal so ein bisschen, also lose zusammengehängt. Also die Leute treffen sich halt im Stau und dann gibt's halt dann Ottfried Fischer ist dabei, der mit seiner Frau halt mit dem Wohnmobil jetzt gerade in Urlaub will. Dann spielt eben Ralf Richter ein Zechenkumpel, mhm, der direkt aus der Zeche noch mit Kohle im Gesicht ins Auto steigt, um mit den Kindern da in Urlaub zu fahren. Ja, und also jedes Klischee, der bonzige Porsche-Fahrer, die blöden, verdoften Ossis im Trabi, ja, jedes Holländer mit Wohnwagen, also jedes noch so dämliche Klischee, das du irgendwie über Autofahrer hast, kombiniert in einem Film im Superstau. Klingt super. Ist so trashig, dass ich den
ziemlich geil finde. Ich frage mich, in welchem Geisteszustand man dann am besten sein sollte, um ihn zu gucken, aber ja, das ist eine andere Frage. Genau, dann haben wir... Ich schreibe ihn mal auf irgendeine Liste, ich weiß nicht auf welche. Also der Ralf Richter kommt aus Essen. Dann haben wir den Dieselheizer Schwalle und der wird gespielt von Oliver Stritzel. Und da habe ich auch gedacht so, ja, kenne ich nicht. Aber auch hier wieder, der ist mehr ins Synchronfach gewechselt und ist eigentlich die feste Stimme gewesen von Philipp Seymour Hoffman. Ah. Und hat ganz viele Geschichten, immer so, ich sag mal so Nebenrollen gesprochen in Riddick und Thor und Justice League, Harry Potter, Lost und so weiter und so weiter. Also die Stimme kennt man, wenn auch jetzt nicht unbedingt so in den Hauptrollen. Dann haben wir den Funkmat Heinz Hinrich, gespielt von Heinz Hönig aus Landsberg am Lech. Auch alle deutschen Serien mindestens einmal durch und dann eben Große Bellheim, König von St. Pauli, Der Schattenmann, aber auch Traumschiff Cobra 11. Also das ist eigentlich so, den siehst du in, jeden Tag, kannst du ihn irgendwo im Fernsehen sehen. Der läuft eigentlich auch einer so der Größeren, kann man schon sagen. Ja. Ne? Wobei man dann immer sagen muss, okay, also halt im deutschen Fernsehen. Ja, genau. Das sind dann, also Filme haben ganz wenige auf der Uhr. Ja, das stimmt schon. Dann haben wir den Obersteuermann Kriechbaum, gespielt von Bernd Tauber. Und der hat jetzt auch nicht so viel Karriere gemacht, aber er war jahrelang der Benno Zimmermann in der Lindenstraße. Ah, ja. Wenn es da also Menschen gibt, die Lindenstraße gut kennen, die werden den also noch kennen. Polizei ruft Tatort, so das Übliche. Dann kommen wir zu einem absoluten Highlight, leider auch schon verstorben, nämlich Kapitän Leutnant Philipp Thomsen, gespielt von Otto Sander, dem Stiefvater von Merit und Ben Becker. Und ja, unzählige Hörbücher, Synchronrollen und sagen wir mal die Hauptfilme so Blechtrommel und Himmel über Berlin. Und der ist groß. Der ist ganz, ganz groß. Und was eine Stimme. Ja. Und da habe ich schon gedacht, ich meine, man sieht ihn in vielen Filmen, irgendwie habe ich das Gefühl, spielt er schon auch so eine fertige Figur. Lag vielleicht auch daran, dass er irgendwann sehr fertig aussah und das schon relativ früh. Und da habe ich mich echt gewundert, dass er 1981 oder zu den Dreharbeiten schon zu Das Boot, ich meine, er hat auch eine fertige Rolle, die er da spielt, ne? Aber als er quasi die Bühne betritt, sag ich wieder so, Alter. Damals hast du schon so ausgesehen, krass, ne? Ich habe ihn auch einmal live gesehen auf einem Abendprogramm mit Götz Alsmann zusammen. Das klingt interessant. Es war sehr lustig. Ja. Ich kann dir gerade gar nicht mehr sagen, worum es eigentlich ging. Aber ich weiß, dass es sehr lustig war. Ich kann dir aber gerade gar nicht mehr sagen, was der Aufhänger für dieses Bühnenprogramm war. Ich glaube, Comedian Harmonist, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das heißt, er hat gesungen oder was? Oder er hat, glaube ich, Gedichte rezitiert und Götz Alsmann hat am Klavier gesessen. Und die zwei alleine reichte, um einen Saal komplett zu elektrisieren. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich muss jetzt gerade sagen, ich müsste jetzt googeln, ich kann nicht gerade nicht mehr sagen, worum es eigentlich geht. Es war kein Stück. Es war, nennen wir es Liederabend. Auf jeden Fall auch ein echt spannender Typ. Da haben wir auch gleich schon das erste Zitat. I am not in the condition to fuck. Sieg heil. Du hast recht, ja. Das ist natürlich einer der wichtigsten Sätze. Ach, während er in seiner eigenen Kotze liegt. Eine schöne Szene, ja. Dann habe ich einen, den wollte ich schon gar nicht mehr reinnehmen, weil ich dann irgendwann auch dachte so, naja, jetzt habe ich hier schon sehr viele Zettel mit Cast voll. Aber ich habe ihn dann trotzdem reingenommen, nämlich den Fähnrich Ullmann, den Martin May. Er kommt aus Coburg und warum habe ich den reingenommen? Weil der hatte nämlich eigentlich nur den üblichen Serienkram wie alle anderen auch. Aber der ist auch im Synchro-Business. Und was ich da interessant fand, der ist ganz speziell im Anime-Synchro-Business gelandet. Ja. Warum auch immer, der synchronisiert regelmäßig für Naruto und Seven Deadly Sins und Noragami und Soul Eater und Hantik. Ich sag mir alles gar nichts. Ja, also Naruto, ich habe das schon mal gehört. Genau, dabei, das war es dann aber auch. Genau, ja. Ich habe das schon mal gehört. Seven Deadly Sins kriege ich jetzt die ganze Zeit bei Netflix irgendwie, glaube ich, angezeigt oder sowas. Ja, und deswegen habe ich ihn mal reingenommen, so aus einem gewissen Nerd-Faktor raus. Dann haben wir noch den Dufte gespielt von Lutz Schnell aus Pferden. Moment, darf ich nochmal ganz kurz einhaken? Martin May, ich habe jetzt hier ein Foto von ihm, da ist er, weiß ich nicht, Mitte 40 oder sowas. Das war der junge Kerl. Mit der Geliebten aus Florence. Genau. Françoise. Genau. Der die Briefe und so weiter und so fort. Genau, ja? Richtig. Okay, alles klar. Dann finde ich, hat er schon auch verdient, hier in der Liste zu stehen, weil ich glaube, diese Figur könnte möglicherweise auch noch eine Bedeutung für unser weiteres... Genau, daran habe ich gar nicht gedacht. Ja. Das ist vollkommen recht, genau. Und dann haben wir noch den Dufte, gespielt von Lutz Schnell aus Pferden und auch der hat es eher ins Synchronbusiness verschlagen. Der macht, also er hat in Oin, in der Hobbit oder in allen Hobbit-Filmen gesprochen. Der macht Katze Kratz, Breaking Bad, The Shield, Californication, The Wire, Black Sails und so weiter. Also regelmäßig beschäftigt. Und dann haben wir noch
zwei, die ich jetzt mal, sag ich mal, Honorable Mentions nennen würde, weil sie jetzt keine tragende Rolle haben. Aber Gunter Lamprecht kennt man auch aus dem deutschen TV, und Sky Dumont, gut. Der läuft am Anfang mal durch, ne? Der ist auf der Weser. Auf dem Versorgungsschiff, wo die später sind. Ah, richtig. Ja, genau. Der sagt auch nur zwei Sätze. Stimmt. Der sagt Heil Hitler und noch irgendwas anderes. Stimmt, diese unangenehmen Menschen. Ja, genau, Menschen diese dort. Unangenehmen Menschen, ja. Aber wir sind schon ein bisschen in der Handlung drin. Sebastian, magst du mal ein bisschen so die Handlung zusammenfassen für alle die da draußen, die das Boot noch nie gesehen haben? Worum geht's? Ja, wir sind im Zweiten Weltkrieg, eigentlich mittendrin. 1941, das war die Zeit, wo die Deutschen doch eigentlich noch mehr Erfolge vorzuweisen hatten, bevor es dann so abwärts ging. Es war so auf der Kippe, würde ich sagen. Frankreich war besetzt, damit hatten sie halt die Möglichkeit, dass sie auch von da aus quasi Schiffe losschicken konnten in den Atlantik. Und genau das war dann auch der Plan der Führung. Die fanden das irgendwie ganz toll. Vor allen Dingen fanden die U-Boote ganz toll und haben dann U-Boote losgeschickt in Richtung USA. Und die waren auch relativ erfolgreich am Anfang. Also das ging relativ gut. Die haben viel abgeschossen. Es waren gar nicht mal so viele, aber die haben relativ viel Zerstörung angerichtet, bis dann die englischen Versorgungsschiffe, die dann quasi über den Atlantik England mit Nachschub versorgt haben, immer koordinierter wurden und auch dann so Zerstörer bekommen haben, um sie zu begleiten. Und genau in dieser Zeit spielen wir gerade, also es ist gerade so ein bisschen der Wechsel. Die Zerstörer sorgen dafür, dass U-Boote nicht mehr erfolgreich sind oder nicht mehr so erfolgreich sind, dass sie häufig oder häufiger auch mal abgeschossen werden. Und wir erleben quasi die Geschichte eines U-Bootes, und da steigt im Prinzip die Serie oder der Film auch sofort am Anfang ein. Die letzte Nacht an Land. Morgen früh 7 Uhr geht's los. Meine erste Fahrt auf einem U-Boot. Keine Ahnung, wo es wirklich hingeht. Mittelatlantik wahrscheinlich. Wenig Boote draußen. Verstärkte Abwehr, ganz schlechter Monat. Tommys haben dazugelernt. Die Asse. Viele gibt's nicht mehr. Rien, Schöpke, Kretschmer. Alle an Geleitzügen draufgegangen. Alle abgesoffen, außer Kretschmer. Kelch vor Gibraltar gesunken. Endos mit den Nerven fertig. Das ist eigentlich eine schöne Eingangsszene. Also ich habe irgendwie gedacht am Anfang, das holt einen so richtig rein sofort in so diese Männerwelt, die wir dann am Ende auch ja die ganze Zeit betreten. Es ist der letzte Abend, bevor das U-Boot, das wir sehen, ausläuft, und es wird nochmal ordentlich auf die Kacke gehauen. Es wird richtig gut gefeiert. Wir haben eben schon mal das Zitat hier von General Thomsen, nicht General, Captain Thomsen, wie heißt er denn? Kommandant Thomsen. Ne? Genau, Kapitän. Der ist auch, glaube ich, auch Kaloi, ne? Genau, gehört. Also da wird ordentlich gesoffen, und das ist quasi die Szenerie, in die Leutnant Werner, gespielt von Herbert Grönemeyer, aus dessen Perspektive wir die Geschichte ein Stück weit sehen. Da wirst du sicherlich gleich noch was zu sagen, wenn es ums Buch geht, weil das da, glaube ich, schon ein bisschen anders ist. Erzählt bekommen. Er wird da eingeführt, er ist Kriegsberichterstatter, und er wird mal mitfahren quasi mit diesem U-Boot, und deswegen hören wir so ein bisschen seine Geschichte oder auch immer mal wieder seine Perspektive auf die Dinge im Laufe der vielen, vielen Minuten, die dann kommen. Also ich versuche das alles mal ein bisschen kürzer zu fassen, aber ich finde diese Einstiegsszene so grandios, ja, ne? Ja. Und deswegen macht sie auch so Spaß, nochmal irgendwie mir vor Augen zu führen. Auch diese Nacht endet irgendwann, erstaunlicherweise wachen die alle irgendwann wieder einigermaßen sortiert auf. Da war ich schon ganz fasziniert, wie gesammelt die am nächsten Tag Wahnsinn, in der Werft waren. Ja. Wahnsinn. Ja. Und laufen aus und haben noch kein wirkliches Ziel. Also das Ziel ist es immer, dann halt irgendwie feindliche Schiffe natürlich abzuschießen und im besten Fall die Versorgung zu unterbrechen in Richtung England. Sie fahren los, und man kann im Prinzip diese ganze Handlung, die dann passiert, relativ kurz zusammenfassen, wenn man das möchte. Weil wir erleben dann im Folgenden relativ viel Routine am auf diesem U-Boot. Vor allen Dingen auch, weil erstmal wirklich gar nichts passiert. Also sie fahren die ganze Zeit in Richtung Atlantik, und wir sehen locker, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie viel es im Film sind, aber 2 Wochen bestimmt, in denen irgendwie nichts passiert. Man lernt den U-Boot-Alltag, man lernt die Leute so ein bisschen kennen, man lernt die Enge kennen und auch also so ein bisschen die Bedrückung, die da schon auch durch diese Enge entsteht. Aber eigentlich ist alles safe. Sie können immer mal, also sie sind an der Oberfläche, sie können immer mal wieder raus. Das Schiff wird von der Brücke, was ich gelernt habe, gesteuert. Die Brücke ist nämlich das, was oben quasi
draußen ist. Und bevor irgendwie so richtig was passiert, lernt man so ein bisschen die unterschiedlichen Charaktere und auch die unterschiedlichen Einstellungen kennen und merkt auch, was die alles schon so miterlebt haben. Es ist eine relativ junge Crew und das merkt man dann auch, dass der erste WO, also ich muss habe ja immer die Schauspielernamen, ich muss mir immer die... Die haben ja auch teilweise gar keine Namen, ne? Nee, die haben tatsächlich... Die Rollen haben, den Dienstgrad ist der Rollenname. 1WO hat keinen Namen. Stimmt, ja genau, ja. Also, ne, gespielt von Hubertus Bengsch, haben wir eben schon gehört. Da merken wir, dass der, das haben wir eben auch schon angedeutet, eher so ein Linientreuer ist, während der Alte oder der Kommandant, also Jürgen Prochnow, der Kaloi, man merkt, dass relativ früh schon eher so eine pragmatische Sichtweise hat auf die Dinge. Und ich glaube, das teilt er dann auch mit dem leitenden Ingenieur so ein Stück weit. Das sind so die, zusammen mit Martin Semmelroger, also dem zweiten Wachoffizier, die wir so am ehesten dann am Anfang kennenlernen. Ja, dann kommt es irgendwann zur ersten Feindbegegnung und die misslingt. Also sie wollen ein Torpedo auf einen Zerstörer schießen. Das klappt nicht so richtig. Der Zerstörer Peilung auf und die ersten Wasserbomben fliegen. Man bekommt das erste Mal so das Gefühl, was es bedeutet, wenn von oben Wasserbomben kommen und man sitzt in so einem Boot fest und man kann eigentlich gar nicht mehr so viel tun. Ne? Also man kann so ein bisschen ausweichen. Aber das sind so die ersten wirklich beklemmenden Minuten in dem Film. Fand ich zumindest. Und dann geht es eine Weile so weiter, schlechtes Wetter kommt hinzu, das ist dann so die nächste Herausforderung für die Crew, aber es dauert einfach ewig, bis sie dann auch wirklich Erfolg haben, weil es geht alles, dreht sich alles um diesen Erfolg, also diese Mannschaft, man merkt auch, dass sie immer demoralisierter wird, weil irgendwie nichts passiert, dass sie alle auf diesen Erfolg hinfiebern, dass dann dieses schlechte Wetter noch hinzukommt, sie können nicht raus, es schaukelt alles, es ist alles relativ schwierig und dann kommt dann halt endlich die, da sind wir schon relativ weit im Film tatsächlich, kommt dann die gewünschte Feindberührung quasi. Sie kommen auf so einen Besorgungskonvoi und es sieht erstmal irgendwie auch so aus, als wären da gar nicht mal so viele Zerstörer am Start und sie schießen und haben auch Erfolg. Ich glaube, am Ende versenken sie 3 Boote, aber es kommt, wie es kommen musste. Dann kommt halt ein Zerstörer, nimmt Peilung auf und es beginnt so ein Katz-und-Maus-Spiel, was wirklich ein sehr bedrückendes und spannendes Katz-und-Maus-Spiel ist und dann kommt noch ein zweiter Zerstörer hinzu. Die ganze Szenerie endet quasi damit, dass der einzige Ausweg für den Kaloi zu sein scheint, um aus dieser Situation rauszukommen, mit dem Boot so tief zu gehen, wie man vorher noch nie möglicherweise gewesen ist. Also keiner weiß so ganz genau, wie tief dieses Boot eigentlich tauchen kann, aber sie haben dann, man sieht dann immer in der Großaufnahme so eine schöne Anzeige mit Metern. Sie gehen auf jeden Fall so weit runter, dass allen der Schweiß auf der Stirn steht, mit vielen spannenden Großaufnahmen, die man dann da so sieht. Und man merkt halt auch, das Boot kommt an seine Belastungsgrenzen, platzen Nähte auf und es fliegen Bolzen durch die Gegend. Also eine sehr bedrohliche Situation, aus der kommen sie raus. Freuen sich, alles wird gut, bekommen dann, aber also es gibt noch vielleicht eine Szene, die man in dem Fall noch erwähnen sollte, als die Zerstörer dann irgendwann die Peilung von ihnen verloren haben, tauchen sie irgendwann auf und dann gibt es diese Szene, wo sie sehen, dass eins der zerstörten Boote noch nicht untergegangen ist und dann gibt es dann quasi noch so den Todesschuss, es wird nochmal ein Torpedo gestartet und als der Torpedo gestartet ist, sehen sie, dass da noch Leute an Bord sind und das, finde ich, ist eine sehr spannende Szene, weil man auf der einen Seite dann halt auch irgendwie merkt, die wollen den Erfolg haben, also die wollen halt schon dieses Boot versenken, damit sie irgendwie sagen können, wir haben dieses Boot versenkt, auf der anderen Seite ist das dann auch am Ende gar nicht so der Feind, der dann da von Bord springt. Die wissen einfach, das sind genau die gleichen Leute wie sie auch. Das sind halt irgendwelche Soldaten, die ihren Job erledigen und sie wissen, dass sie denen nicht helfen können. Ne? Das heißt, die kommen dann auch irgendwann auf sie zugeschwommen und die können nichts anderes machen als abdrehen, weil die haben ja schon keinen Platz für sich selber in diesem kleinen Ding. Und das, finde ich, ist eine sehr spannende Szene, wo man auch über den Kaloi noch relativ viel lernt, dem das, glaube ich, so richtig auf den Sack geht und wo man auch nochmal merkt, wie kriegsmüde der eigentlich ist. Dann sollte es eigentlich zurück nach Hause gehen. Nach Hause, das habe ich am Anfang nicht gesagt, ist der Heimathafen, ist La Rochelle, Südfrankreich. Und da nehmen sie dann auch Kurs auf. Dann gibt es neue Befehle. Sie sollen ins Mittelmeer mit einem Zwischenstopp in Südspanien. Da fragen sie sich halt schon alle irgendwie, Mittelmeer, wie soll das funktionieren? Und schwierig, Straße von Gibraltar, eng, gut bewacht, kommt man schwer durch. Eigentlich sagt der Kaloi deswegen auch, Leutnant Werner, also der Kriegsberichterstatter, soll vom Bord, genauso wie der leitende Ingenieur, der Familie hat und genug getan hat, so glaube ich in den Augen des Kaloi,
Kommt aber anders, kann ich schon mal vorwegnehmen. Es gibt dann noch eine schöne Szene, wo die Mannschaft aufgenommen wird auf einem Boot, was ihnen Nachschub gibt in Südspanien. Also sie kriegen neue Verpflegung und so weiter und werden an einem Abend auf ein Gala-Dinner eingeladen. Von da aus geht's dann halt in Richtung Straße von Gibraltar und sie überlegen sich auch eine Taktik, wie sie da durch die Bewachung durchkommen wollen. Rechts und links sind quasi englische Schiffe und sie wollen sich durchsacken lassen, quasi alles ausschalten und dann durchtauchen, möglichst ohne ein Geräusch zu machen. Auch das mache ich jetzt mal kurz. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, es kommt zu einer ziemlich bedrückenden Situation. Das Boot sinkt und zwar bis auf den Grund und so tief, dass sie erstens nicht wissen, wie lange dieses Boot da so zusammenhängt, wahrscheinlich auch noch tiefer als in dieser einen fiesen Situation. Also der Tiefmesser ist am Anschlag, also er geht gar nicht mehr weiter. Genau. Sie wissen nicht mehr, wie sie hochkommen. So, also es funktioniert einiges im Boot nicht. Es gibt einige Zerstörungen. Ja, dann arbeiten sie halt mehrere Stunden intensiv bis oder über sämtliche körperlichen Grenzen hinaus daran, das Boot wieder fit zu kriegen. Allen voran der leitende Ingenieur, der da offensichtlich übermenschliche Aufgaben erledigt. Und am Ende bekommen sie es hin. Sie schaffen es tatsächlich, das Boot wieder aufsteigen zu lassen. Sie haben One-Shot und dieser One-Shot funktioniert am Ende. Schaffen es dann auch, sich auf den Weg zurückzumachen. Also kehren um dann in Richtung La Rochelle, weil klar ist, durch die Straße von Gibraltar kommen sie so in dem Zustand auf gar keinen Fall. Die sind halt schon ziemlich am Ende und hoffen darauf, dass sie zumindest irgendwie entkommen können. Funktioniert. Und auch das fasse ich nochmal kurz zusammen. Sie laufen ein in La Rochelle, alles scheint gut zu sein und der Film endet dann aber in einem Flugzeugangriff auf den Hafen, bei dem nahezu alle Besatzungsmitglieder sterben, bis auf Leutnant Werner, der auf jeden Fall dann die letzte Szene mehr oder weniger gehört, dem Kriegsberichterstatter. Ja, ich denke mal, kurz, beim 40 Jahre alten Film brauchen wir nicht Spoiler sagen. Ja, ich habe gerade auch kurz drüber nachgedacht, ne? Aber ich glaube, selbst wenn man den Film nie gesehen hat, ich finde, es ist auch nicht so total erheblich tatsächlich. Also wenn ich die Story kenne, ist es tatsächlich, ich finde, das macht den Film nicht schlechter. Nee, definitiv nicht. Ja. Die letzte Szene ist halt, wie das Boot versinkt. Ja. Und der Kaloin zusammenbricht. Tief verwundet. Ne? Ob er tot ist oder nicht, ja. Bleibt offen. Ja, ihm läuft zumindest Blut aus dem Mund. Genau, also man muss davon ausgehen, dass er tot ist. Ja. Im Buch ist es wirklich offen. Mhm. Im Film wird eigentlich eher suggeriert, dass er tot ist. Ja, würde ich auch sagen. Also auch der Reaktion von Leutnant Werner, dem halt die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben ist in dieser Szenerie. Der sowieso, glaube ich, nicht so richtig glauben kann, was er in den letzten 40 Tagen da erlebt hat. Und ich glaube auch, das ist derjenige, der nicht geglaubt hat, dass er da nochmal lebend rauskommt, aber wahrscheinlich auch in einigen Situationen. Spätestens der auf dem Boden, als sie da auf dem Grund liegen, hat, glaube ich, da keiner mehr so richtig dran geglaubt, dass das nochmal gut wird. Ja. Jetzt haben wir, das vielleicht noch der Vollständigkeit halber, öfter immer wieder gesagt, es gibt ein Buch. Ja, das hätten wir vielleicht am Anfang mal kurz sagen sollen. Es gibt ein Buch, Stimmt. Nämlich nicht ganz unerheblich, von Lothar Günther Buchheim, Das Boot. Und es ist eigentlich ein durchaus autobiografischer Roman. Er ist eigentlich Leutnant Werner, denn das war sein Beruf im Zweiten Weltkrieg, Kriegsberichterstatter zu sein. Und er war auch auf einem U-Boot und er war auch auf Feindfahrt und hat eigentlich all diese Dinge mehr oder weniger erlebt. Die Namen sind geändert, aber man kann erahnen aus seinen Kriegstagebüchern und aus der Schilderung, welche Kapitäne das gewesen sein müssen. Mhm. Also es gibt da durchaus, und das Interessante ist, ich habe jetzt die einzelnen Namen vergessen, beziehungsweise doch der Kapitänleutnant, der jetzt hier auf dem Boot ist, ist wahrscheinlich Heinrich Lehmann Willenbrook. Der ist jetzt gar nicht so interessant eigentlich weiter. Interessanter ist eigentlich der Thomsen sein soll. Mhm. Hat zwei entscheidende Dinge gemacht. Das habe ich heute auch mal nachgelesen, es war ganz interessant. Zum einen hat er den ersten Abschuss im Zweiten Weltkrieg gemacht mit einem U-Boot. Dummerweise ein ziviles Schiff, nämlich die Athenia. Das hat man dann, man hatte ja im Ersten Weltkrieg schon die Lusitania abgeschossen und damit die Amerikaner mehr oder weniger in den Krieg reingeholt, weil das ein amerikanisches Schiff war. Und an diesem Flüchtlingsschiff aus England, was man aus Versehen abgeschossen hat, weil man die Kennung nicht richtig sich angeschaut hat, waren auch 26 Amerikaner an Bord, die gestorben sind. Ah. Also von den 1200 Leuten sind 115 gestorben, darunter 26 Amerikaner. Und man hatte halt riesen Angst bei der obersten Heeresleitung, dass das rauskommt und hat alle zwangsverdonnert,
Nichts zu sagen. Ach krass, okay. Und das kam dann erst raus, hat auch die Seiten gefälscht im Kriegstagebuch, im Logbuch, alles rausgerissen, neue reingemacht, alles gefälscht. Das kam dann erst raus, Jahre später, als dann eine U-Boot-Mannschaft gefangen genommen wurde. Oder diese U-Boot-Mannschaft gefangen genommen wurde und dann halt in den Verhören das halt dann rauskam. Interessant ist, vielleicht kennst du die Geschichte über die Enigma, diese Verschlüsselungsmaschine. Die ja auch eine Rolle spielt im Boot. Und ne? Wo es sogar extra Film drüber gibt, der zwar historisch nicht so semi-korrekt ist, aber also diese Verschlüsselungsmaschine. Und genau dieser Kapitän war nämlich der, dessen Boot dann auch gekapert wurde und die das nicht mehr rechtzeitig versenken konnten und deswegen die Alliierten diese Entschlüsselungsmaschine in die Hände gekriegt haben und dann die deutschen Funksprüche entschlüsseln konnten, was dann der Todesstoß der deutschen Marine war. Was, wo ich ja die ganze Zeit gedacht habe, ob möglicherweise irgendwie das da schon im Hintergrund eine Rolle gespielt hat, weil ich die Geschichte im Hinterkopf hatte, gerade bei dem letzten Befehl, der ja doch auf sehr viel Kopfschütteln gestoßen ist bei allen Beteiligten. Ne? Und ja, offensichtlich sind sie ja auch relativ schnell auch immer irgendwie, zumindest in dem Zeitpunkt, dann in Feindkontakt geraten. Ja. Ne? Also da kann ich dir jetzt nicht sagen, ob das jetzt so zeitlich ist, aber ich fand es interessant, dass also dieser Kapitän, auf dem der Thomsen beruht, der ist auch dann verschollen, also der ist dann beim Versuch, das Boot noch zu versenken, ums Leben gekommen. Ah. Ob er erschossen wurde von den Alliierten oder ob er da ertrunken ist, weiß man nicht so genau. Aber er konnte das Boot auf jeden Fall nicht versenken und deswegen kamen die Alliierten dann eben in den Besitz dieser Enigma. Da gibt es ja allein über dieses, also es gibt einen Film über die Erbeutung der Enigma, ich glaube U-571 oder irgendwie sowas. Und es gibt ja dann einen Film über die Entschlüsselung dieser Enigma. Ach, echt? Ja, mit... Der hat letztes Jahr war der erst im Kino. Jetzt komme ich gerade nicht drauf, aber ja, wird man sicherlich mal, können wir in die Shownotes schreiben. Ja. Gibt extra einen Film über die Entschlüsselung dann dieser, weil die hatten natürlich jetzt erstmal nur diese blöde Codemaschine und mussten ja dann wissen, wie sie damit umgehen sollen. Klar, ja. Und da gibt es einen Film mit, ja, jetzt habe ich gerade vergessen, wie es. Ja, aber es zappt mir wieder ein. Vielleicht heute nicht mehr in dem Cast, aber wir schreiben es auf jeden Fall drunter. Also das Ganze beruht auf einem Buch und es gibt auch eine Fortsetzung zu dem Buch und darauf soll dann wohl die neue Serie beruhen. Ja, unter anderem, ne? Also, und da der Heinrich Lehmann Willenbrook, also der Alte, in dem anderen Roman nochmal vorkommt, könnte es sein, dass er vielleicht doch nicht tot ist. Aber who knows? Ja, mal gucken. So. Ja, es wird ja auf jeden Fall auch Überschneidungen in der Story geben, wenn ich das richtig verstanden habe. Also sie wird ja irgendwie so auch sich so ein bisschen leicht überschneiden am Ende irgendwie. Okay, keine Ahnung. Da habe ich mich noch gar nicht schlau gemacht. Bleiben wir mal bei der alten Serie noch, weil über die neue reden war da noch lang genug. Da hast du völlig recht. Was ist deine die Szene, wo du sagst, boah. Also von vielen Szenen, wo man sagt, boah, aber das ist die Borste von allen. Ja, das ist echt schwer, weil du sagst es, ne? Das ist echt ein Film, der so gut diese Beklemmung in diesem Boot transportiert und das im Prinzip eigentlich auch schon in den Szenen, wo du jetzt nicht unbedingt boah sagst, ne? Also schon, wenn die da sitzen und irgendwie Mittag essen und dann kommt andauernd irgendwer durch und der kommt halt nur durch, wenn zwei Leute vom Tisch aufstehen und so. Also ich finde, das ist alles schon so eine beklemmende Grundstimmung, dass es eigentlich immer nur noch schlimmer wird. Und ja, am Ende ist wahrscheinlich wirklich die beklemmendste Szene die Szene, wo sie auf Grund laufen und dass das Boot sich mit Wasser füllt und wirklich mit Manneskraft versucht wird, da was gegen zu tun und alle wirklich bis zum Anschlag arbeiten, allen voran halt der leitende Ingenieur Klaus Wennemann oder gespielt von Klaus Wennemann, der sich da wirklich den Arsch abarbeitet und dann gibt's halt diese Szene am Ende, wo der Sauerstoff knapp wird, die Mannschaft mit irgendwelchen Gasmasken im Bett liegt und dann tatsächlich auch der Kaloi, ich weiß gar nicht mehr mit wem, irgendwie noch am Tisch sitzt und man merkt, er hat aufgegeben. Also er glaubt nicht mehr daran, dass sich das am Ende jetzt noch irgendwie zum Guten wendet. Melde an Kaloi gehorsamst. E-Maschine klar. Hauptlenzpumpe klar. Eingedrungenes Wasser kann in Regelzellen gepumpt werden. Von Regelzellen mit Druckluft außenbords möglich. Kompassanlage klar. Echolot klar. Gut, Ellie. Gut, gut. Ruhen sich erstmal aus. Ein paar kleine Probleme gibt's noch. Gute Leute muss man immer. Gute Leute. Und das fand ich eine der ergreifendsten Szenen, weil er eigentlich die ganze Zeit immer ausgestrahlt hat, wir machen das, wir schaffen das, wir kriegen das hin, wir gehen weiter, wir finden eine Lösung, auch halt als dieser Gibraltar-Befehl kam, hat er die ganze Zeit ausgestrahlt, das wird schon, wir kriegen das hin. So. Und das war dann so der Moment, wo man spürt, dass er aufgibt. Und das fand ich echt einen sehr, sehr starken Moment. Ja,
Mein stärkster Moment war, und der ist zum Beispiel im Film halt, glaube ich, gar nicht drin. Mhm. Und das fand ich so schockierend, war, aber das hat mich beim ersten Mal oder zweiten Mal gucken, am meisten schockiert, war die Szene, als sie dann halt diese Frachter versenken und auftauchen, dann nochmal einen Fangschuss setzen, damit das Ding auch wirklich absäuft, weil der düppelt immer so vor sich hin. Und dann halt merken, dass da noch Leute drauf sind. Dem hat's das Rückgrat gebrochen. Dann zäh wird. Säuft nicht ab. Na, dann wollen wir mal ins WO. Gut so, auf Brücke. Fangschuss, Rohr 1 bewässern. Rohr 1 bewässern. Rohr 1. Los! Sind ja noch Leute an Bord! Da! Warum hat die keiner vom Schiff geholt? Verdammt nochmal! So viele Stunden! Beide Maschinen, halbe Fahrt zurück. Wirkliche Schockiertheit, da sind ja noch Leute drauf. Mhm. Also die konnten das ja gar nicht glauben, dass da noch Leute drauf sind, wobei es hätte ihnen klar sein müssen. Denn wenn alle anderen anhalten, wenn die gefundene Beute für alle U-Boote gewesen ist, konnte ja. Also wenn du da, das war wie in so einer Herde von Antilopen, wenn da der Löwe reingeht, dann das gefällt, dann retten ja die anderen Antilopen auch nicht die angefallene Antilope. Die rennen ja weg. Ja. Die hätten natürlich sich mittlerweile in der Zwischenzeit vielleicht auch irgendwie auf Boote retten können. Ne? Das hätte, also ich glaube, davon sind sie vielleicht so ein Stück weit ausgegangen, weil ja mehrere Stunden vergangen sind. Also dass sie sich vielleicht haben irgendwie versucht haben, selber zu retten. Aber ja, vielleicht haben die das auch gar nicht gekonnt, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall war dem nicht der Fall. Und sie haben nicht damit gerechnet. Ne? Also irgendwie kaufe ich ihnen schon ein Stück weit ab, dass sie nicht damit gerechnet haben in der Situation. Und das abdrehen. Dass sie dann halt ab, also diese Seeleute, die schwimmen dann auf sie zu, weil sie das U-Boot halt sehen. Und ja, und das Abdrehen, das finde ich, das hat mich schockiert. Mhm. Aber das ist wohl so gewesen. Ich habe mit Buchheim so eine mehr oder weniger Doku gesehen, die er irgendwie nach dem Boot selber gedreht hat, mehr oder weniger, wo man eigentlich ihn auch nur so eine Ich-Perspektive sieht. Und er, glaube ich, hatte das Gefühl, da noch so ein bisschen was richtig zu stellen. Aber es ist tatsächlich, ich habe es ja nicht komplett gesehen, weil man ihn nur an seinem Schreibtisch sitzen sieht und es ein bisschen anstrengend ist zu gucken. Aber es ist tatsächlich ganz spannend. Und er erzählt davon, dass solche Situationen, die hat halt am laufenden Band mehr oder weniger gegeben. Mhm. Ne? Und es gab dann halt immer die Entscheidung, wann darf wer auf die Brücke? Ne? Also abgeschossenes U-Boot, abgeschossenes Boot und alles steht in Flammen und keine Menschen sind zu sehen, alle dürfen auf die Brücke, Erfolgserlebnis. Mhm. Sobald Leute zu sehen waren, wurde die Brücke zugemacht und dann durfte das niemand sehen. So, ne? Okay. Also auch aus moralischen Gründen. Und vielleicht hätte das auch gar nicht so sein sollen, dass in Anführungszeichen so viele Menschen, die dann oben auf der Brücke standen, das dann noch so mitbekommen haben, weil sich das sowas ja natürlich dann auch in der Crew rumspricht. Ne? Ja, eben, ja. Ja, ganz genau. Die zweite Szene, die mich nachhaltig beeindruckt hat, ist das Ende. Das ist schon auch krass, ne? Das ist krass. Ja. Also es mag den durchschnittlichen Game of Thrones-Gucker vielleicht nicht mehr aus dem Sockel hauen. Mhm. Ich glaube auch, dass das Ende, und das ist ein Problem, das ich mit dem Film habe, das Ende wirkt nach 2 Stunden einfach nicht so intensiv. Mhm. Weil wenn du vorher die ganze Langeweile mit denen durchgemacht hast und stundenlang, eine Sache auch, dieser Sturm, den du erwähnt hast, der dauert 3 Wochen. Das musst du dir mal vorstellen. Genau, musst du dir mal vorstellen. 3 Wochen, dieses Boot kann maximal 24 Stunden tauchen, danach muss es hoch, um die Batterien aufzuladen.
damit es aber schneller vorankommt, sind sie immer oben gefahren und auch Funkverbindungen halten konnten. Das heißt, sie sind da durchgeschaukelt worden, 3 Wochen am Stück. Mit brutalen Wellen, ne? Mit brutalen Wellen. Ja. Also auch da habe ich, ich bin so ein bisschen in der U-Boot-Thematik versunken. ja, habe ich eine Doku zugesehen, tatsächlich über ein aktuelles U-Boot von der Marine. Und die sind auch, ich weiß nicht genau, wann die aufgenommen wurde, die Doku, die sind auch in einen fürchterlichen Sturm geraten, also wirklich in einen Orkan geraten, als sie zu einem Manöver nach England wollten. Und also so heftig, dass sie alle Beteiligten gesagt haben, so einen starken Sturm haben wir noch nicht erlebt auf einem U-Boot. Die brauchen tatsächlich eine Genehmigung von ganz, ganz oben irgendwo, damit sie tauchen dürfen. Okay. Sie dürfen nicht tauchen ohne eine Genehmigung vom Flottenkommando oder sowas. Und deswegen konnten sie... Also grundsätzlich nicht tauchen? Grundsätzlich. Oder? Ah, okay. Ja, also ach, das wusste ich nicht. Die hatten die Erlaubnis, nach dem Auslaufen einmal zu tauchen, um zu checken, ob alles funktioniert. Mhm. Irgendwie, keine Ahnung, für 5 Minuten. Und dann müssen die immer dann irgendwie ans Flottenkommando, wenn es denn sein soll, fragen, dürfen wir denn hier tauchen? Das wusste ich nicht, okay. Das heißt, sie sind dann, das waren auch irgendwie vier oder fünf Tage, wo die in einem heftigen Sturm, der immer schlimmer wurde und dann auch am Ende irgendwie mit 12 Meter hohen Wellen so, wo du dann irgendwie denkst, okay, das ist schon krass und das ist ein modernes U-Boot gewesen, das ist ein großes U-Boot gewesen, so, aber da hast du auch gemerkt, wie bedrückend das auch da drin ist, weil die konnten halt auch nicht raus, weil es einfach zu gefährlich gewesen wäre, auch wenn die oben quasi drauf waren, zu gefährlich gewesen wäre, da rauszugehen und das Ding ist halt auch echt kaputt gegangen, also da hat sich die Mast gelöst, Sachen sind einfach von dem Druck des Wassers umgebogen und so weiter, also das war schon wahrscheinlich auch da in dieser Situation 1941 mit einem U-Boot, was ja technisch noch einen ganz anderen Stand hatte, wahrscheinlich einfach sehr brutal, wenn du da in so einem Seegang über Wochen hinweg. Das ist es ja vor allem über Wochen hinweg. Ja. Also ich stelle mir ja schon 10 Stunden oder 5 Stunden, eine Stunde in der Sardinenbüchse das war damals natürlich modern, heutzutage ist natürlich antiquiert, aber in so einem Ding eine Stunde und die sind 3 Wochen lang am Stück. Und sie mussten ja auch dauernd raus, weil sie immer nach Flieger Ausschau halten, die wahrscheinlich eh nicht gekommen wäre wegen dem Sturm. Sagt ja der Leutnant Werner in dem Off auch. Das ist übrigens auch ein Unterschied zu dem Film. Es gibt im Film keine Off-Stimme. Ah, okay. Also der Film hat keinen Off-Part. Das heißt, viele Dinge, die ja der Herbert Grönemeyer als Leutnant Werner als Tagebucheintrag als Off aus dem Off erzählt, die ja auch dann nochmal ein bisschen mehr erläutern. Mhm. Es ist was anderes, wenn er sagt, wir dümpeln seit 3 Wochen rum und haben Langeweile, als wenn du dann 5 Minuten gelangweilte Soldaten siehst. Ja, klar. Ja, also das sind alles diese Dinge, die dem Film einfach die Wirkung komplett nehmen. Mhm. Beim Director's Cut ist, glaube ich, die Off-Stimme da. Da sind halt diese Szenen dann ein bisschen zusammengedämpft, fehlt mal ein Gegenschuss oder fehlt mal dies und jenes, geht das irgendwie. Aber 200 Minuten fehlen dann trotzdem. Dann ist ja auch irgendwie so ein elementarer Teil irgendwie im Film raus, finde ich. Also das ist ja schon irgendwie, ich finde, es ist schon auch wichtig für die Machart des Films, wenn das auch fehlt. Ah, das und auch finde ich, dass jetzt in dem Rewatch ich auch sagen muss, du brauchst auch dieses relativ lange, unspektakuläre Intro, um zu verstehen, warum die sich dann über den Abschuss freuen. Das ist der wichtige Punkt, ne? Das ist kein Actionfilm. Ne? Ja. Und wenn du sagst, irgendwie, wenn das zusammengeschnitten ist, dann wird das ein Actionfilm. Das ist halt, ist totaler Quark, weil das ist kein Actionfilm, das ist ein Film darüber, über eine auswegslose Situation, über ein Todeskommando, über eine Situation, wo da damals irgendwie Menschen auf See geschickt wurden und eigentlich dann auch ein Stück weit in den Tod geschickt wurden, weil sie in so einem kleinen Ding rumhocken mussten und die Chance relativ groß war, dass sie nicht mehr lebend zurückkommen. Und mit dem Wissen sind die da ja auch eingestiegen. Ja. So, ne? Und ja, also irgendwie braucht's auf jeden Fall diese ganzen langen und auch ja zum Teil nicht gut ertragbaren Szenen, weil das fühlst du ja dann auch. Du fühlst ja dann, was in diesem Boot gerade vorgeht. Also mit all diesen Gedanken und mit der Enge und so weiter. Also du kommst ja wirklich ran an das, was die Crew erlebt. Und weißt du, was für mich in der langen Version auch greifbar wird, ist der Mief. Ja. Aus irgendeinem Grund schafft es dieser Film fast riechbar zu sein. Ich finde, da tut das tatsächlich. Nicht, dass ich es riechen möchte, was die da beschreiben, aber. Nee, wirklich. Ich glaube, das muss die Hölle gewesen sein. Ne? Das muss also, die haben ja auch gar keine wirkliche Gelegenheit, sich da wirklich zu waschen. Ne? Die haben da eine so eine kleine,
ja, Nasszelle, wo es aber eher so ein Klo. Und der wird wahrscheinlich nur Offiziere gewesen sein. Ja. Also ne, die sehen ja auch hinterher richtig eklig aus. Ne? Auch das erklärt übrigens Buchheim in der Doku dann am Ende. Es gibt ja irgendwo die Szene, wo die auf dem Bett liegen und behandelt werden, irgendwie Furunkel im Gesicht haben und so weiter. Dass es halt ganz normal war, weil du halt einfach keine Luft an die Haut bekommen hast, dich nicht waschen konntest ordentlich und auch noch Scheiße gegessen hast. So, ne? Und deswegen sahen die dann am Ende so aus. War mir auch nicht bewusst, dass wenn du auch viel so in so einer künstlichen Miefluft bist, dass deine Haut darauf irgendwann dann reagiert. Also war mir jetzt auch nicht bewusst, aber auf andererseits ist verwundert dann auch irgendwie nicht. Ja. Da fand ich diese Szene so interessant, als dann der 2WO dann einfach da sitzt und den Schimmel vom Brot abschneidet. Schimmel ist gesund. Wer dann anfangen will, an sich selbst zu arbeiten oder sein Verhältnis zu ein haben. Edles Gewächs. Wer hat dann so in der Art von Hyazinth? Gerade hier soll man sich über alles freuen, was wächst. Auch krass, ne? Also auch da musst du mal drüber nachdenken, das muss ja alles die ganze Zeit immer klamm gewesen sein, ne? Also das kommen ja Unmengen von Wasser immer in dieses Boot und das muss ja immer alles klamm gewesen sein. Auch die Bettwäsche, wo die drin gelegen haben, die Klamotten, die angehabt haben. Boah. Ja, aber echt, boah. Ja, wirklich. Und diese Schimmelszene ist auch, weil er das so mit so einer Selbstverständlichkeit, er philosophiert ja dann noch über den Schimmel. Genau. Ein edles Gewächs, was wie Hyazinthen, ja. Man soll sich freuen, wenn überhaupt was wächst Man soll sich freuen, wenn überhaupt was wächst. Und du musst halt davon was können, und statt Brot halt noch gegessen worden. Ja. Ich meine, das kenne ich von meiner Oma auch. Junge, das ist so noch gut. Ja, schneid mal drum rum. Und heute sagt man hier, schmeißt das Brot weg, weil der Schimmel zieht irgendwie durch alles durch, auch wenn sie nicht siehst. So. Wo ich nicht mehr weiß, ob das stimmt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber meine Oma hätte das noch gegessen. Schneid weg, ist doch gut. Ja, klar. Aber wo du das mit diesem Riechen sagst, ne, ich finde tatsächlich, vielleicht liegt das auch so ein Stück weit an der Aufarbeitung des Films, weil das schon auch ein Unterschied ist, dass der jetzt so aussieht, wie er aussieht, also der Serie vielmehr. Ich habe dann nochmal so in die Fernsehfassung reingeguckt und in das Fernsehbild und das ist ja ganz schön trübe und auch einfach weiter weg. Also dadurch, dass das jetzt alles doch deutlich klarer ist, finde ich, kommt man auch dieser Situation klar näher. So okay, also die meinst du die 4:3? Alte Fassung oder was? Ja, auch dieses ausgewaschene Fernseh-SD-Bild, genau. Ja, genau, die alte 4:3 Fernsehfassung, okay. Was halt schon ein Unterschied ist jetzt zu diesem doch sehr digitalen Eindruck, ist ja nicht wirklich, ist ja ein analoger Film gewesen, aber durch diese Klarheit, die jetzt plötzlich im Bild ist, wo du halt auch wirklich Details erkennst und die Tropfen, die da irgendwo an den Schränken oder sonst irgendwo hängen und so. Ne? Da kann ich übrigens ausnahmsweise mal einen 5.1 Abmix loben. Mhm. Der ist hier wirklich gut. Haben die den neu nachvertont? Ja, die haben die Sounds sind auf 5.1 hochgemischt und normalerweise ist das eigentlich dann einfach nur Stereo aus allen Kanälen. Aber gerade hier bei diesen Wasserbomben-Szenen und so weiter, wenn dann die Bolzen fliegen und das Wasser eindringt, das Bild kann da weiß Gott nicht mithalten. Das ist, also da gibt es besser restaurierte Filme. Klar. Aber der Sound ist wirklich gut aufgemöbelt worden, sinnvoll aufgemöbelt worden. Aber die Synchro haben sie nicht neu gemacht, ne? Gott sei Dank nicht. Da gibt's ja durchaus Fälle, wo man das versucht hat. Ne? Ja, ich habe letztens Weiße Hai geguckt, weiß ich nicht mehr, Sky, Netflix, whatever, irgendwo. Und dann merke ich so, das ist aber nicht die Stimme von Roy Scheider, die ich im Ohr habe. Mhm. Und nachdem dann die nächsten zwei Stimmen auch nicht so typisch 70er Jahre klang, du kannst ja eigentlich so sagen, das war so eine 90er Synchron oder 70er Synchron, das merkt man, weil auch die Stimmen ja zu der Zeit, du hast ja heute auch nur, ich übertreibe jetzt 20 verschiedene Synchronstimmen, die hörst du immer, bis sie in Rente gehen, dann kommen die nächsten 20, so die Synchron, die sind alles durch. Es ist schon ein sehr, sehr elitärer Kreis, ein sehr kleiner Kreis, so. Und dann fiel mir auch, da gab es auch eine neue Synchron, deswegen kann ich auch zum Beispiel Indiana Jones, meine DVD oder Blu-Rays, die ich habe, die kann ich nicht, und das ist ein Film, den gucke ich eigentlich lieber auf Deutsch, weil ich bin halt mit der deutschen Fassung aufgewachsen, ja. Und das, also selbst wenn du die gleichen Stimmen nimmst, was glaube ich in dem Fall ja sogar der Fall ist, ne? Richtig. Der Flow ist halt anders. Ein anderer und du hast den Film ja im Ohr. Genau. Und wenn das Timing nicht mehr stimmt und der Flow zwischen diesen Dialogen nicht mehr stimmt, von wovon der Film, also gerade so Indiana Jones hier total lebt, das kann man nicht machen, meiner Meinung nach. Das kann man einfach nicht machen. Ich brauche keinen 5.1 Abmix von einem Film von 1984. Nee. Also wie gesagt, hier mit den Effekten war jetzt okay, ja, von mir aus, aber da geht es auch nur um die Effekte, sag ich mal. Mhm. Und dann kannst du ja noch ein paar Bolzen dazu mischen, die eigentlich nie da waren, von mir aus. Ja. So what? Teilweise sind ja wohl auch Tonspuren dann verloren gegangen. Robin Hood ist auch so ein Ding. Mhm. Der kommt ja im Fernsehen dann nur mit der neuen Synchro und da ist halt Alan Rickman auch neue Stimme. Mhm. Die kommt,
also auch dem Charakter einen komplett anderen Charakter verleiht, ja, und geht gar nicht. Das ist krass. Also wenn ich da irgendwann nochmal die Ur-DVD, erste Ausgabe in die Finger kriege, da zeige ich, würde ich einen relativ hohen Preis zahlen für diesen Film, weil ich den Film eigentlich mag, aber ich kann den auf Deutsch nicht gucken. Und das sind aber auch so Filme, dann guck doch original. Das mag ich aber dann nicht. Ich bin mit der deutschen Version aufgewachsen und ich möchte dann am Sonntagmittag auch gerne einfach, weil ich bin auch nicht mit der englischen groß geworden, dann kann ich auch die schlechte deutsche Synchro gucken. Das ist für mich dann nicht der, da, weißt du? Ja. Ja, das ist so ein bisschen, ich gucke Star Wars zum Beispiel ganz gerne auf Englisch tatsächlich, aber hab das halt erst, ersten Star Wars Film auf Englisch wahrscheinlich vor 5 oder 6 oder 8 Jahren oder sowas geguckt. So ungefähr ging es mir auch. Und ich habe halt Star Wars auf Deutsch ungefähr 1 Milliarde Mal gesehen und kann die deutsche Synchro halt quasi mitsprechen. So. Und das, wenn man die neu machen würde, also da kann man halt auch den Film gleich schreddern. So. Ja, in der englischen Version haben auch alle deutschen Schauspieler die englische Version gesprochen. Ach echt? Ja. Ach, das ist ganz cool. Das heißt, die konnten auch alle einigermaßen Englisch. Ja, if not, then say it right. Ja. Wenn der have a German accent has. Ja. Ich hab mir ein Interview angeguckt auf YouTube, auch irgendwie in den 80ern, ein fürchterliches Interview mit einem Mann im englischen Fernsehen, der mehr als einen Stock im Hintern hatte, mit Jürgen Prochnow und Wolfgang Petersen und war darüber überrascht, dass die beide relativ gut Englisch sprachen. Weil, okay. Ja, also die haben da relativ fließend ein englisches Interview, dann auch 82 oder sowas, oder 81 vielleicht auch, als der Film in die Kinos kam. Deswegen finde ich es ganz interessant, dass du das gerade sagst, dass die dann auch selber sich synchronisiert haben. Und noch ein Fun Fact, die Serie lief dann auch auf der BBC, dann aber komplett in Deutsch mit Untertiteln. Was ist ja nahezu progressiv. Ja, also the crowds completely in German, with subtitles, yes, on the BBC. Ja. Aber scheint ja dann, also ich habe keine Ahnung, wie die BBC-Zahlen waren, aber scheint ja dann funktioniert zu haben, weil du hast ja am Anfang schon gesagt, das ist ja auch international extrem erfolgreich gewesen, das Boot. Ja. Ne? Und wo wir gerade über Indiana Jones gesprochen haben, wusstest du, dass das Boot und Indiana Jones im gleichen Universum spielen? Nein. Ja, weil man hat nämlich dieses teure U-Boot auch ganz gerne mal ausgeliehen. Und das Indiana Jones U-Boot oder was? Ja, das Indiana Jones U-Boot ist das Filmmodell U96 aus Das Boot. Ach, das ist ja krass. Ja, es gab mehrere Modelle in verschiedenen Größen. Drei gab es tatsächlich. Unter anderem ein 1:1 Modell, das ist beim ersten Mal ins Wasser lassen gleich kaputt gegangen ist. Ja. Dann haben sie es nochmal nachgebaut, dann haben sie ein paar ferngesteuerte Modelle gehabt für die Abtauchszenen und so weiter. Und das 1:1 Modell und die ferngesteuerten Modelle, die hat der Steven Spielberg sich ausgeliehen für Indiana Jones, der Jäger des verlorenen Schatzes. Also spielt im gleichen Universum. So, Punkt. Es ist tatsächlich ganz spannend, auch Making-of habe ich gesehen von das Boot auch irgendwie aus der Zeit, also aus den 80ern, was nicht so richtig spektakulär gemacht ist, aber es gibt so einen ganz spannenden Einblick in die Produktionsbedingungen, weil die ja wirklich in so einem Boot gedreht haben. Also die haben in so eine Röhre gebaut und die Röhre wirklich 1:1 diesem U-Boot-Typen nachempfunden. Und diese Röhre, die stand hoch auf einer Plattform, auf einer bewegbaren Plattform, die sich dann halt dementsprechend auch hin und her drehen konnte, wenn sie dann irgendwie unter Beschuss standen oder Wellengang war oder sowas. Und die haben die ganze Zeit mit allen Mann da drin quasi gedreht. Das heißt, die hatten einen Kameramann, der die ganze Zeit hinter allen hergelaufen ist. Und das macht den Film, glaube ich, auch so beklemmt, weil da ist nicht irgendwie einer, der von außen dann irgendwie eine Klappe aufmacht und da reinfilmt. Der Kameramann war die ganze Zeit mit denen unten drin und ist immer mit hin und her gelaufen. Quasi. Und das fand ich schon irgendwie auch einen ganz, ganz spannenden Fact, weil die dann halt auch so erzählt haben, ja, dann sind wir morgens in das U-Boot reingegangen und waren den ganzen Tag in diesem U-Boot und sind abends wieder rausgegangen. Also die waren wirklich in diesem U-Boot, alle Mann drin. So, ne? Den Schauspielern wurde auch gesagt und verboten, in die Sonne zu gehen. Kein Vitamin D, bitte. Ja, also bei durchaus knallharten Vertragsstrafen hat man gesagt, hier nicht rasieren, nicht in die Sonne gehen. Der Wolfgang Petersen ist da, glaube ich, ein harter Hund. Also der will da auch, glaube ich, wirklich so viel Originalgefühl haben wie möglich. Ne? Also die haben auch irgendwie beim Film dann die Original-Sounds zum Beispiel eingespielt. Also wenn dann ein Schiff irgendwie oben drüber, die Schiffsschraube, die du gehört hast, das haben die dann den Schauspielern eingespielt oder wenn die Bolzen platzen oder sowas, damit die das Gefühl bekommen, was von dem, was da so passiert. Ne? Auch dieses Knacken der Wände, wenn das Boot zu tief taucht und so. Fand ich ganz spannend, dass der da so viel Wert drauf gelegt hat, dass sie möglichst in einer echten Umgebung sich das auch wirklich zurecht fühlen können selber. Ne? Wer das Boot übrigens mal anschauen will, es gibt noch ein Exemplar dieses U-Boot Typ 7, noch ein einziges, und das steht im Ostseebad Laboe bei Kiel. Ich
kann mich auch daran erinnern, dass wir als Kind da mal waren. Ich war da, glaube ich, auch mal auf einer Klassenfahrt. Das steht, glaube ich, irgendwo da, also auf einer Wiese am Wasser. Ne? Genau, richtig. Dann haben wir die gleiche Erinnerung, dann war ich mal. Ja. Aber das ist schon, da war ich höchstens 8, 9, 10, irgendwie sowas um den Dreh. Ich glaube, das war meine erste Klassenfahrt in der weiterführenden Schule. Ja. Also war ich auch nicht viel älter. Und man kann auch, glaube ich, rein. Ich meine auch, ja. Ich glaube auch. Ne? Steht in den Bavaria-Studios das Modell noch? Ja, oder? Ja, okay. Da steht das Modell. Da kann man auch rein. Das Modell ist, habe es gerade nochmal nachgelesen, 55 Meter lang. Ein Original-U-Boot dieses Typs ist 67 Meter lang. Das ist aber innen wirklich, wie du gesagt hast, 1:1 nachgebaut. Das Einzige, was fehlt, ist einfach die Ballasttanks vorne hinten. Mhm. Die hätte man halt einfach nicht gebraucht, deshalb hat man sie auch nicht gebaut. Ja. Aber alles andere ist wirklich 1:1. Und wie gesagt, diese Kulisse ist in der Bavaria Filmstadt ausgestellt und man kann die auch begehen. Mhm. Aber es ist bestimmt schon auch spannend, sich das mal anzugucken, weil das ja durchaus auch für die Bavaria eine relativ gewagte Nummer gewesen ist, ne? Und auch ein sehr, sehr teurer Film. Der Film war extrem teuer. Der hat 32 Millionen Mark gekostet, ist damit immer noch einer der teuersten deutschen Filme und würde, wenn man ihn heute machen würde, nochmal 30 Millionen Euro kosten. Also der wäre nicht billiger geworden. Das ist geil, ja. Ja. Und ich kriege die Geschichte nicht mehr so ganz zusammen, aber ich meine, irgendwas da gelesen zu haben, dass die Bavaria da auch da durchaus dran zu knapsen hatte. Also dass die da schon ein großes Wagnis eingegangen ist, diesen Film überhaupt zu produzieren und dass das hätte auch schief gehen können. Aber das weiß ich nicht mehr, wo ich diese Informationen her habe, deswegen gefährliches Halbwissen an dieser Stelle. Wobei, wenn der Deutsche doch eins kann, dann kann er doch Zweite Weltkriegsfilme drehen. Soll man sagen, ne? Wobei, das ist auch eine gewagte These. Ich meine, wir haben das ja zur Genüge getan, aber... Ja gut, wir haben natürlich keine Heldenfilme, also aber ich muss sagen, mir fallen jetzt keine, deswegen hatte ich dich im als wir das besprochen haben, dass wir das mal aufnehmen, hast du eigentlich dieses Unsere Mütter, Unsere Väter gesehen? Mhm. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe auch nicht gesehen. Soll aber ganz tolle Kritik, also hat ganz tolle Kritiken gekriegt, wurde auch zigfach ins Ausland verkauft. Ich habe es aber nicht gesehen. Ich kann es also, deswegen kann ich jetzt insofern das Boot einfach jetzt erstmal nur vergleichen mit den anderen Filmen, die einem so einfallen. Stalingrad, Der Untergang, was haben wir denn noch so, Die Brücke. Ja. Im Zweifel, Schindlers Liste ist natürlich eine andere Geschichte. Rede jetzt von den Made in Germany, Zweite Weltkrieg. Ach so, ja, alles klar, ja. Ja, Made in Germany, dann streichen Sie das bitte wieder. Ja, aber vergleichen, ne, das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Also ich habe von den allen noch am besten im Kopf tatsächlich, ich weiß noch nicht, ob ich alle gesehen habe, mein Gedächtnis wird immer löchriger, Den Untergang, der natürlich schon ein Stück weit diese andere Seite zeigt, also diesen Wahnsinn, der da in der Führung stattgefunden hat, auch schon zu der Zeit, die irgendwie ja auch dann offensichtlich nicht so richtig gesehen haben, was sie da eigentlich ihren U-Boot-Fahrern antun und wie aussichtslos die Situation mittlerweile im Atlantik geworden ist. Ne? Das kann man vielleicht am ehesten vergleichen mit der Situation da im Führerbunker und dem dann doch erst sehr langsam eintretenden Erkennen, dass dieser Krieg verloren ist. Ne? Ja, und vielleicht am ehesten, nee, mit der Machart eigentlich nicht, weil der Untergang ist schon eher sehr, es ist ein sehr kalter, eher dokumentarischer Film, ne, wo man zwar schon auch an die Protagonisten irgendwie rankommt, aber da immer so eine Distanz zwischen ist, was glaube ich auch wichtig ist. Und Da ist das Boot schon sehr, sehr viel näher an seinen Protagonisten dran. Ein Funfact, den ich noch habe, der soll nicht unerwähnt bleiben, weil du es vorhin erwähnt hattest, aber ich wollte es jetzt nicht so früh in den Cast werfen mit Funfact. Aber du, als du über Otto Sander gesprochen hast, den Kapitän Leonard Thomsen in der Eröffnungsszene, er war wohl wirklich sturzbetrunken. Ernsthaft? Ja. Also man weiß ja, dass er gerne gelebt hat. Aber das ist ja schon auch irgendwie. Also laut Wolfgang Petersen im Audiokommentar des Director's Cut soll er sturzbetrunken gewesen sein. Ist ja geil. Jetzt ist die Frage, war der aus Versehen sturzbetrunken, also war der jetzt für die Rolle sturzbetrunken? Hm. Also Method Acting. oder war das sein Dauerzustand? Weil als ich mir das jetzt nämlich nochmal angeguckt habe, habe ich mir gedacht, Alter, der hat schon gnadenlos versoffene Augen. So sehe ich morgens auch aus, wenn ich mal kräftig gesoffen habe. Und da habe ich mich nämlich noch gefragt, also gibt es irgendwelche Augentropfen, dass der Maskenbildner das schafft hat, der so aussieht? Oder hat er sich einfach kräftig einen reingewinkelt am Abend vorher, damit er so zum Set kommt? Wahrscheinlich gibt es Mittel und Wege, aber ich habe, ne, also es war auch echt mein erster Impuls. Alter, siehst du fertig aus. Ja. Aber in dem Fall passt es ja sehr gut in die Rolle hinein. Dann hat man noch eine Szene gerade nochmal angesprochen, die können wir auch nochmal ein bisschen, warum die vielleicht so gut ist, nämlich die auf dem Versorgungsschiff. Mhm.
die funktioniert, dann haben wir genau das gleiche Empfinden. Mhm. Natürlich ist es mit Absicht so gemacht, aber was glaubst du, warum funktioniert diese Szene so ganz gut? Also nochmal ganz kurz Zusammenfassung, das U-Boot läuft in Vigo ein, um neue Versorgungsgüter an Bord zu nehmen. Südspanien. Und in Südspanien, genau. Ja, und die Crew, oder die Führungscrew, nicht die komplette Crew, aber die Führungsoffiziere, werden halt zu einem Weihnachten ist auch noch. Ja, ja, genau. Weihnachten, ja, ja. Werden zum Weihnachtsessen geladen, kommen halt dann auf Treffen auf die Offiziere dieses Versorgungsschiffes, das sich in dem Hafen hat internieren lassen. Mhm. Ja, also man hat sich absichtlich in feindliches oder neutrales Gebiet gegeben, um dann zu bleiben, um U-Boote zu versorgen. Und das sind halt alles drei stramme Nazis. Also mhm. Günter Lamprecht, Sky Dumont, also die natürlich jetzt nicht die Rollen. Ne? Ja, nicht, dass da jetzt hier der kleine Podcast hier verklagt wird. Ja, Sky Dumont, Nazi. Das habe ich ja gehört. Hast du gehört. Und noch ein paar andere. Und dann, genau, und dann hat man so, dann trifft halt die Kriegsmüden auf die, die nicht einen Schuss gehört haben. Wir begrüßen unsere tapferen deutschen U-Boot-Fahrer mit einem dreifachen Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie an Bord der Weser, Herr Kapitänleutnant. Ein Held. Leibhaftig. Ich bin begeistert. Tja, meine Herren, da sind Sie also. Die Helden der Tiefe. Die grauen Wölfe. Wir haben Sie bei uns. In unserer bescheidenen Hütte. Sozusagen. Herr Kapitänleutnant, darf ich bitten? Herzlich willkommen an Bord. Tja, Sie sehen, Herr Kapitänleutnant, wir sind gerüstet. In aller Bescheidenheit versteht sich, aber nicht schlecht. Ein Stück Heimat, sozusagen. Frisches Brot, Kuchen aus der Bordbäckerei, Bauchfleisch, frische Wurst, heutige Schlachtung, versteht sich. Tja, Sie müssen uns erzählen. Sie glauben gar nicht, wie gespannt wir sind. Das ist kein leichtes Leben hier. Man macht sich da falsche Vorstellungen. Öl gibt es genug. Fresskram auch, aber okay, das ist schwierig. Schwierig. Aber es geht in Ordnung. Die Spanier erdulden uns, aber sie lieben uns nicht direkt. Weihnachtsstollen. Hm? Und sagen Sie, wie viele Schiffe haben Sie versenkt? Sagen Sie, oder nein, lassen Sie mich raten. Ach, der Shampoos, wie unaufmerksam von mir. Bitte schön. Meine Herren, wir trinken auf Ihr Wohl. Wir sind stolz auf Sie. Wir trinken auf die deutsche U-Boot-Waffe und auf unseren geliebten Führer. Naja, wir sind ja hier nicht zu Hause. Wenn Sie wissen, was ich meine. Prost! Herr Prost, meine Herren! Prost! Herr, nun langsam mal zu! Ja. Wollen wir mal ran an die Buletten? Ja! Nur aber mal raus mit der Sprache, Herr Kapitänleutnant. Wir platzen vor Neugier. Tja. Guten Herr. Diesmal hatten sie uns ganz schön am Kanthaken. Phänomenal. Sehen Sie, meine Herren? Das ist die Sprache des Helden. Kurz, ohne Umschweife, einfach phänomenal. Aber so einfach kommen Sie uns nicht davon, Herr Kapitänleutnant. Nehmen Sie mal her. Seringsalat. Eine Spezialität von unserem Koch. Den müssen Sie probieren. Ja? Kosten Sie. Kosten Sie mal. Tja, also. Wie ist das so unter Wasser? Auf Tauchfahrt. Wenn der Feind über dem Boot lauert. Dunkel. Dunkel. Ja, und sehr still. Ich glaube, genau deswegen funktioniert die Szene halt so gut, ne? Weil der Kontrast so, so hart ist, ne? Und sie dann halt schon alle mit so einem, also diese drei gerade von dir genannten, mit einem strammen Heil Hitler, die begrüßen. Und wo du halt irgendwie schon merkst, die haben da alle gar keinen Bock mehr drauf, so irgendwie, ne? Die machen dann hier irgendwie kurz hier salutieren oder geben eine Hand oder sowas. Und da treffen halt wirklich Welten aufeinander. Da trifft halt der Traum vom deutschen Großreich auf die harte Realität des Krieges. So. Und weil ich glaube, die funktioniert so gut, das war gleich deine Eingangsfrage, die Szene, weil diese drei Nazis so im Vergleich zu den
anderen aus der Crew überzeichnet sind. Ne? Mhm. Die sind ja wirklich unangenehmst. So, ne? Also dieser der Typ, der den meisten Redeanteil hat, der ist einfach so unangenehm. Mhm. Ich war tatsächlich überrascht darüber, dass die Crew und allen voran der Kaloyn da so cool bleibt, weil ich habe gedacht, das dauert jetzt nicht mehr lange, bis er dem ordentlich irgendwie seine Meinung sagt zumindest. Ja. So, ne? Ja. Aber es passiert nicht. Also eigentlich sagt er so gut wie gar nichts. Martin Semmelrogge freut sich übers, also seine Rolle freut sich über das Buffet. Aber der Kaloyn sagt eigentlich fast gar nichts. Also Leutnant Werner, der ist so ein bisschen, ja, dem gefällt das, dass er so ein bisschen Schulterklopfen kriegt und so weiter. Mhm. Und der erzählt so ein bisschen was. Und der ich glaube, der merkt ja auch gerade erst so ein bisschen so ein Stück weit, was in der Crew vorgeht und wie hart der Krieg eigentlich wirklich in der Realität aussieht. So, ne? Vielleicht hat er das als Kriegsberichterstatter auch noch nicht überall so mitbekommen, ne, wie aussichtslos dann Situationen sein können. Weil es gibt ja dann die Szene, die dann draußen dann weichen oder wachen sie alle plötzlich wieder auf so aus dieser Starre. Ja, und der 1WO wird ja auch erst als Kapitän begrüßt. Ah ja, genau, richtig, weil er halt als einziger irgendwie so halbwegs ordentlich aussieht und Uniform trägt. Der sich auch jeden Tag rasiert und trotzdem Sackratten hat. So, genau, das ist eine schöne Szene. Ja. Die bis in die Augenbrauen krabbeln. Schön. Stimmt, und deswegen sagt, der erzählt ein bisschen was und der Semmelrogge sagt ein bisschen was, aber der Kaloyn sagt nichts. Ja, obwohl der halt von diesem fiesen Typen da die ganze Zeit auf die Schulter geklopft bekommt. Genau. So, jetzt erzählen Sie doch mal. Erzählen Sie doch mal. Wie viel haben Sie denn abgeschossen? Ja, okay. Wir wollen die Heldengeschichten noch hören. Ja, das ist wirklich, das ist auch so eine eindrucksvolle Szene, die wenig, also da braucht es nicht viel, um das aufzubauen. Und das finde ich an der Szene so beeindruckend. Du kennst ja diese Versorgungscrew gar nicht, du triffst sofort auf die und die Szene ist auch nicht lang. Lass die 5 Minuten sein. Wenn überhaupt, ja. Wenn überhaupt, ja. Aber es braucht, und das finde ich halt eben das Tolle an einem guten Drehbuch und einer guten Regie und einer guten Kamera und so weiter, dass du halt eben da jetzt keine Exposition brauchst. Heute wäre das so, das sind bestimmt jetzt so Bilderbuch-Nazis, also es wird vorher noch erklärt, da treffen wir jetzt hier auf den und den, den kenne ich noch aus der Führerschule, weißt du, der erstmal so 5 Minuten Einleitung, damit wir auch wissen, das ist jetzt so und so einer. Und das ist halt da gar nicht, sondern die disqualifizieren sich durch ihre eigenen Worte, die, wenn sie auf die auslaufende Crew treffen würden, hätte es ja eine komplett andere Wirkung. Ja, genau. Es ist halt am Ende wirklich der Kontrast. Und ich finde, was man hier auch so ganz, ganz gut sieht, ist, dass das Krieg von Menschen am Schreibtisch gemacht wird. Ne? Und dass die möglicherweise, ne, du kannst die Metapher ja quasi aufbauen und sagen, irgendwie die drei Nazis steht halt für die Führungsriege dieses Reiches und die Vordenker dieses Krieges, die möglicherweise überhaupt keine Ahnung davon haben, wie das in der Realität aussieht, was ihre Soldaten da eigentlich erleben, weil sie einfach irgendwo an Schreibtischen sitzen und sich das zurechtplanen, was dann passiert. Ja, ne? Ja. Ion, tut gut die frische Luft, was? Na. Komische Heinis, diese Maschinenleute. Du hast vorhin das Gespenst erwähnt. Ja. Also ich finde, das ist ein total faszinierender Schauspieler. Er hat auch irgendwie eine verrückte Rolle. Ne? Also er ist ja derjenige, der quasi die Maschine irgendwie den Diesel in- und auswendig zu... ist der Scotty vom Schiff sozusagen. Ja, so ungefähr. Ne? Er läuft ja dann auch immer durch den Diesel mit so einem Hörrohr und hört dann immer so irgendwo mal so dazwischen und kann offensichtlich auch spüren, ob es seinem Diesel gut geht. Ne? Und der ist ja auch so ein bisschen der Indikator für die Stimmung an Bord, so ein Stück weit. Und offensichtlich auch eine geschätzte Persönlichkeit. Es gibt ja auch zwischen ihm und dem Kaloyn eine Konversation, wo man irgendwie so ein bisschen das Gefühl schon bekommt, der Kaloyn schätzt den sehr. Also das war so eine Wertschätzungsgeschichte. Ja. So. Na, Johann? Ja, Kaloyn? Was sprechen die Diesel? Die Diesel sind zufrieden, Herr Kaloyn. Zufrieden und verfressen. Der Eli macht sich Sorgen um den Ölverbrauch. Der Eli ist ein vorsichtiger Mann. Und Sie, was meinen Sie? Der Eli muss es wissen. Komische Zeiten, Johann. Kein Bedarf an vorsichtigen Leuten. Sie suchen Helden. Und Sie sind nicht sehr wählerisch. Nehmen gern noch einen kaputten Helden. Wie Thomsen. Oder einen toten Helden.
Kelch. Ein guter Seemann ist auch ein vorsichtiger Seemann, was, Johann? Steht auch beinahe so in Dienstvorschriften. Oder? Auf die Diesel können Sie sie verlassen, Herr Kalein. Schon gut, Johann. Eine wichtige Person, aber auch die einzige Person, die dann wirklich dem Druck nicht standhält, dem sie ausgesetzt sind, als sie angegriffen wurden, glaube ich. Ne? Also das zweite Mal angegriffen wurden. In Gibraltar, glaube ich. Ne? Ah, war es in Gibraltar? Ja, ich glaube, ja. Irgendwo hat es ihn zerrissen, auf jeden Fall. Was ist los, Johann? Auf Ihre Gefechtsstation. Sofort. Verdammt nochmal, drehen Sie nicht durch! Zurück! Zurück, Johann. Zurück, Johann! Er ist weg, Herr Kalein. Ausgerechnet, Johann. Und das fand ich auch eine extrem krasse Szene, weil ich dann irgendwie gedacht habe, gerade nach dieser Szene, die uns vorher gezeigt wurde, dass es da schon irgendwie eine Bindung gibt zwischen dem Gespenst und dem Kalein. Überlegt er da ja nicht lange, ne? Also der sagt dann irgendwie nur, als er merkt, dass der durchdreht, sagt er nur sowas wie ausgerechnet du, so oder sowas, und geht in den Nebenraum und holt eine Waffe. So, während dann da ein paar aus der Crew ihn versuchen wegzuräumen und ihn beruhigen. Aber das heißt, im Worst Case, wenn da irgendwie die Crewmoral oder er sich, also er hat ja versucht, irgendwelche Shots zu öffnen, also wenn er das Boot in Gefahr gebracht hätte, dann hätte der den erschossen. Ja, ja. Das fand ich schon krass. Das war echt krass. Ja. Das war auch, ich habe mich ja vorhin gefragt, wieso nennt man ihn das Gespenst? In dem Moment ist er halt ein Gespenst, weil dieses Ausgemergelte, und er ist eh schon dünn, aber da war er halt dann nochmal komplett körperlich und psychisch am Ende und kommt einfach wie ein Gespenst aus dem Maschinenraum raus. Ja, das ist wirklich krass. Also so ein Ding, auch toll gespielt. Wahnsinnig gespielt. Unglaublich toll gespielt. Auch ohne Worte, sondern mit Zittern, weit aufgerissenen Augen. Eine Wahnsinnsmimik. Ja, Wahnsinnsmimik. Also unglaublich. Und ich fand diese Figur auch so schon, wie gesagt, man kann ihn vergleichen, den Obermaschinisten, so ein bisschen halt wie dem Scotty von dem U-Boot. Mhm. Aber was muss auch das für eine körperliche Belastung gewesen sein, den ganzen Tag in diesem Dieselding da rumzustehen? Also mal abgesehen davon, dass es da halt einfach Hölle laut genau, ist. Genau, meine ich ja. 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 Also da nochmal zu dem U-Boot, zu dieser U-Boot-Doku, die ich gesehen habe, also ein modernes U-Boot, ne, da hatten die irgendwie ein Aggregat, was den Ton der Diesel irgendwie aktiv aus diesem Boot rausfiltert. Mhm. Und wenn die durch diesen Raum mussten, wo der Diesel drin ist oder wo der Diesel nebenan ist, haben die immer einen Kopfschutz, also so einen Kopfhörer angezogen, weil es so laut ist. Und der sitzt da so gefühlt den ganzen Tag drin in dem Boot. Ne? Hört sich nur im Hörrohr, hört er sich doch den Diesel an. Ja. Und dann der Gestank. Und das ist ja auch noch so ein Punkt. Ne? Also dann ziehen ja auch die Abgase durch das Boot. Ne? Ja. Und er sitzt da an der Quelle. Und also ne, weil du eben auch so den Mief angesprochen hast. Man will sich auch überhaupt gar nicht vorstellen, was das überhaupt auch für eine Belastung war. Ne? Hitze und Diesel und Nässe und Schweiß. Ja. Und also das war bestimmt alles nicht so richtig schön. Aber das Gespenst bekommt ja dann quasi noch eine Rehabilitationsszene, ne? Er sorgt ja dann dafür, als das U-Boot voller Wasser läuft, sorgt er dafür, dass diese ganzen offenen Stellen quasi gestopft werden mit Holz und was auch immer und taucht da sich ein Wolf und macht das alles wieder zu. Also das war dann so der Moment, wo er sich rehabilitieren durfte. Ja, das war so, also das ist jetzt das ist voll ungerecht für den Charakter, aber das war so undeutsch für einen deutschen Film. Mhm. Das ist so amerikanisch. Ja, stimmt. Ja. Aber das
Also es war jetzt bestimmt nicht reingeschrieben worden, um dem amerikanischen Publikum zu gefallen, das glaube ich nicht. Aber das ist so ein Story-Arc, den du in einem deutschen Film erschießt. Ja. Sich hier. Ja, da, ich hatte auch das Gefühl, da hängt jemand an dem Charakter und wollte ihn halt wieder zurück zu dem machen, was er vorher war. Ja, im normalen Sohn, also bei Stalingrad, wenn das ist natürlich eine fiktive Geschichte, die in einem realen Szenario spielt, da hätte der sich dann heimlich die Waffe vom Kaloin genommen, hätte sich umgebracht oder irgendwie so. Ja, genau. Ja, das wäre so der typisch deutsche Story-Arc für das Ding gewesen. Ja. Und an der Stelle war das so ein bisschen, weil du ja auch sagen musst, die machen ja auch alles für die Crew. Wenn sie es nicht machen, saugen sie ab. Ja, genau. Ja. Und insofern hat er ja noch eine wichtige Rolle gespielt. Vielleicht hat er sich, als er sich beruhigt hat, auch sich das gedacht. Vielleicht wären diesem Charakter ja diese Gedanken durch den Kopf gegangen, aber vielleicht wusste er auch, dass er wichtig ist für die Crew, ja, im Zweifel, wenn er funktioniert. Weil es gibt ja dann am Ende die Szene, wo er zum Kaloin geht und sagt so, was ist mit mir? Komme ich für den Kriegsgerichtshof? Also ihm ist schon bewusst, dass da jetzt eine harte Konsequenz folgen kann auf sein Verhalten. Und vielleicht wäre das ja dann noch ein Moment gewesen, wo er sich dann vielleicht noch überlegt hätte, irgendwie selber abzutauchen. Und den zweiten Punkt, den ich so faszinierend finde, und jetzt komme ich mal so ein bisschen drauf, warum ich vorhin immer die Städtenamen dazu gesagt habe. Ja. Und fangen wir mal beim Johann an. Das ist ein Österreicher. Ach. Also auch, ja, auch hörbar. Mhm. Ja, ja, stimmt schon. So, ja. Also sowohl der Schauspieler ist Österreicher, als auch die Rolle ist eindeutig Österreich. Wo ich mich schon immer so gefragt habe, Alter, das musste mal einem Südtiroler klar machen, dass er in einem U-Boot ums Leben gekommen ist und nicht beim Lawinenunglück. Das ist geil, ja, ne? Ja, ja. So ungefähr. Also was bringt ein Österreicher dazu, auf einem U-Boot zu dienen? Hm. Habe ich mich immer so gefragt. Ja. Wenn ich von dem Film eine Story, Backstory oder ein Spin-off haben wollen würde, dann will ich sagen, ohne Scheiß, dann wirklich über einen Johann. Was bringt ein Österreicher dazu, auf ein U-Boot zu gehen? Aber offensichtlich waren die anderen ja auch nicht alle irgendwie aus dem Norden. Ne? So, und das war ja eben, und deswegen habe ich bei allen die Städte dazu gesagt, weil jeder in diesem Film mehr oder weniger in seinem Dialekt spricht, wo er herkommt. Jetzt mal die drei Hauptcharaktere ausgenommen. Mhm. Also der Prochnow wäre Berlin, der Grönemeyer halt aus Göttingen und die reden eigentlich eher Hochdeutsch, aber ansonsten haben alle ihren Dialekt. Mhm. So, ist Scheiß aus hier? Aha. Ein Klo für 50 Mann. Oh. Naja, das andere ist voll mit Proviant, ne? Also mehr Platz zum Fressen, wenn ich ja zum Scheiße. Ist auch Logik, gell? Ein bisschen mehr, damit ich selber mal durch den Arschloch gucken kann. Moin, moin, Herr Leutnant. Moin. Moin, Herr Leutnant. Hier stinkt's. Ja, Schweißmaugen und Brillantine. Pilgrim-Spezialmischung. Schmeckt wie Scheiße, ne? Das Rührei. Wie Baby. Gleich will er Hühner halten in der Zentrale. Na klar, und in der Bilsch enden, ne? Ne lütte Sorte. Die können wir dann immer mit grünen Popeln füttern. Alte Topsau. Wieso denn? Die würden sich doch freuen, ne? Jeden Morgen die fetten, frischen Dinge. Martin dann, Semmelrogge hier schon Pott irgendwie. Pott, ne? Genau, ja, und Ralf Richter auch. Ja. Dann hast du ja halt eben den Österreicher, der dann ist. Und du hörst immer wieder mal so ein bisschen, ne, der, das. Und das finde ich halt auch so ein faszinierendes Ding, was heutzutage viel zu wenig gemacht wird, finde ich. Es kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass früher die Dialekte schon eine größere Rolle gespielt haben, als das heute der Fall ist, ne? Weil ja kaum noch wirklich dialektale Verfärbungen zu hören sind, ne? Und keiner mehr auch sowas wie Plattdeutsch oder sowas spricht, ne? Vielleicht hat man das früher auch einfach noch intensiver gehört, wo jemand hergekommen ist, als das heute der Fall ist. Ich meine, wenn du jetzt heute die gleiche Crew zusammenwürfeln würdest, gerade bei jungen Menschen, das waren ja alles relativ junge Menschen, wenn du da jetzt irgendwie 10, 20-Jährige aus 8 verschiedenen Städten in Deutschland, ich glaube, dass du da nicht unbedingt... Und jetzt machen wir eine Wette. Keine Ahnung, ob du mitwettest. Ich sage, in dem neuen Ding reden die alle normales Hochdeutsch. Gibt es keinen einzigen Dialekteinschlag. Oder wenn, dann ist das so übertrieben Kölsch, übertrieben Berlinerisch. Also so ein Comedy-Kölsch. Das heißt, es gibt so einen Comic Relief an Bord, der halt aus Köln kommt und dann haha, lustig. Das wäre, fände ich ganz, ganz schlimm.
Also ich würde gerne, also das Problem ist, ich möchte ja jetzt gegen dich wetten. Mhm. Also damit die Wette einen Sinn ergibt. Ja, ich weiß, aber ich weiß ja nicht, ob du, vielleicht bist du ja meiner Meinung, dann gibt es da keine Wette. Ja, aber ich würde mir wünschen, dass du recht hast. Aber ich kann ja damit das eine Wette wird, die Spaß macht, kann ich ja dagegenhalten. Also ich fände es ganz schlimm, wenn ich recht hätte in diesem Fall. Ja. Ja. Da können wir ja einen Wetteinsatz machen, der mir auch was Gutes bringt, wenn du gewinnst. Keine Ahnung. Könnte ich aber. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Also ich glaube, das wird auch, glaube ich, für eine. Das ist ja schon für jetzt auch für ein junges Zielpublikum gemacht. Und ich glaube, das wird bei einem jungen Zielpublikum auch gar nicht mehr so richtig funktionieren. Ich glaube, wenn 25-Jähriger das Boot sieht, jetzt vielleicht bin ich befangen in Klischees, aber ich glaube, der findet das all mit diesen Dialekten. Also, ach so, okay, aus dem Aspekt. Ich habe jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht, ob der das heute Oll findet, vielleicht eher nur ungewöhnlich. Weiß ich nicht, ob der das Oll finden würde. Gute Frage. Kann ich dir so gar nicht. Was glaubst du denn? Also warum sollte er es Oll finden? Ja, weil es niemand mehr macht, weißt du? Also weil niemand mehr Dialekt spricht, weil man es nicht mehr gewohnt ist. So, vielleicht ist das dann so ein Ding, wo du irgendwie denkst, so, das ist aber. Also da man will den Figuren ja auch nahe kommen. Und der Filmemacher hat ja auch irgendwie das ist der Zweck des Films ist ja auch, dass du einer Story und den Figuren nahe kommst. Und wenn da irgendwie was ist, was du erstmal seltsam findest, dann kann dich das ja auch von jemandem trennen, so irgendwie, ne? Wenn du irgendwie den. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass viele Dialektversuche halt auch manchmal ganz gern in die Hose gehen. Also gerade wenn auch noch Dialekte nachgemacht werden, dann wird es ganz schnell ganz schlimm. Und vor allen Dingen, wenn es dann irgendwie als Comic Relief eingesetzt wird, dann ist es sowieso irgendwie, Also wenn ich wetten müsste, gibt es ein kölsches Comic Relief. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass das nicht passieren wird. Ja, weil sie dann nämlich den kölschen Matrosen, den Jan Vetter hätte spielen sollen, wieder ausgraben, ja, und sagen, oh, haben wir doch mal einen, ihr habt das Geld, ihr habt das Tisch, ne, noch mal hier, ne, komm, mach mal lustigen Witz, Ich möchte das nicht. Zwei Unterschiede zum Buch wollte ich noch, weil du das vorhin auch angesprochen hattest, noch kurz sagen. Die hatte ich mir so ein bisschen mal hier auf den Notizen gemacht, oder hast du dazu eine Anmerkung? Sonst soll ich nehmen, schnell. Unterschied, ich habe mich mit dem Buch tatsächlich nicht beschäftigt. Okay. Also ich weiß nur, dass es die Buchvorlage gibt. Das Einzige, was ich über das Buch weiß, ist, dass das Buchheim relativ spät geschrieben hat, weil er, wenn ich das richtig gelesen habe, 25 Jahre lang überhaupt nicht in der Lage gewesen ist, seine Notizen anzufassen, weil er so traumatisiert gewesen ist. Was dann letztlich im Buch drin steht und wie viel davon es in den Film geschafft hat, weiß ich nicht. Es hat sehr viel davon in den Film geschafft. Mhm. Eigentlich fast alles. Es gibt eine Szene am Ende oder eine längere Sequenz oder Episode, sagen wir es mal so. Es ist ja durchaus ein episodenhafter Film. Mhm. Du hast den ersten an, du hast erst die Langeweile, dann hast du den ersten Angriff, dann hast du die Versorgungsszene, dann hast du die Gibraltar-Szene und die Rückfahrt. So, ja. Das sind ja so ein bisschen durchaus Episoden. Es gibt dann auf der Rückfahrt noch eine Episode, dass sie, also durchaus eigentlich ein längeres Ding ist. Sie treffen auf einen Frachter, den sie, ich glaube sogar über Wasser, anfahren oder halt auf den zusteuern, der sich nicht zu erkennen gibt. Mhm. Dieses Schiff wird dann als britische Frachter identifiziert oder so irgendwas und beschossen. Und in dem Moment, wo der Torpedo losgeht, stellt hier der 1WO, unser strammer Nazi, fest, dass er das Schiff falsch identifiziert hat, dass das nämlich nicht ein britischer Frachter ist, sondern ein spanisches Passagierschiff. Weil da noch irgendein Anhang war, dass das Schiff umbenannt wurde und er hat das nicht gesehen, weil er halt nicht sauber hingeguckt hat. Also unterläuft ihm, dem Überkorrekten, ein Fehler. Mhm. Also ein Character-Twist, der so im Film ja gar nicht drin ist oder in der Serie nicht drin ist. Und nur weil, und das wird ja am Anfang thematisiert, sagte Thomsen ja, er hätte mehr Abschüsse machen können, wenn die Aale, also die Torpedos, funktioniert hätten. Und nur weil dieser Torpedo nicht funktioniert, geht das Schiff halt nicht unter, also prallt er halt an dem Schiff ab und nichts passiert. Krass. Also das weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig, weil ich das Hörbuch schon lange gehört habe, aber ich glaube, sie kapern dann ganz kurz diesen Frachter, also gehen halt mal an Bord oder der Captain von diesem Passagierschiff kommt an Bord ins U-Boot und dann merken die halt, okay, der ist ein Spanier und Spanien war neutral und dann lassen sie halt laufen sozusagen. Ja, ja. Das ist das eine, was fehlt. Und das zweite ist, was fehlt, sie treffen dann kurz vor La Rochelle, warten sie auf ihr Geleit, also es ist wohl so gewesen, dass wenn ein U-Boot ein- und ausläuft, dann kriegt das Geleit Schutz. Ja, weil es ja nicht so tauchen kann und der irgendwann in seichtes Gewässer kommt, damit es nicht so angreifbar ist, kommen also Schiffe als Begleitschutz. Und sie warten dann auf ihr Geleit und ein anderes U-Boot wartet auch auf Geleit und wird durch eine Seemine dann beschädigt. Und dann nehmen sie
Verletzte, also das Boot sinkt, das andere Boot, ach, krass, nehmen dann okay. Verletzte an Bord. Und die Verletzung, die man in hier in der Serie dem Kriechbaum angehängt hat, mhm, sozusagen, das ist aber in dem Buch eigentlich einer von dem anderen Schiff. Ah, okay. Das ist aber durchaus, ich meine, bei einem, keine Ahnung, 700 Seiten Buch sind das durchaus normal 60, 70, 80 Seiten, die auch für diese zwei Dinge da drauf gehen. Ich sage mal, um diese spanische Geschichte, ja, hätte man vielleicht nochmal machen können, aber es hätte den 1-4-O-Charakter hätte es durchaus nochmal einen anderen Twist gegeben. Ja, wobei ich finde, man merkt schon so ein bisschen, dass er auch eine Entwicklung durchmacht. Ja. Ne? Es wird ja nie thematisiert. Also er sagt nie, ich bin hier der große Nazi, ich bin Anhänger der Führung. Er sagt aber auch genauso wenig, ich kann euch jetzt besser verstehen hinterher irgendwann. Ne? Das passiert ja alles so im Subtext. So. Aber ich hatte schon irgendwie das Gefühl, da kommt ein anderer Mann aus dem Boot. Ja, definitiv. Jetzt, ne? Der ist jetzt vielleicht jetzt nicht so weit wie Prochnow, der, glaube ich, tatsächlich so langsam, aber sicher den Glauben an den Krieg verloren hat, ja, spätestens nach dieser Episode, aber ich glaube schon, dass der 1WO da so langsam eine andere Einstellung, ja, was die Entscheidungen der Führung angeht, bekommt. Und der zweite Unterschied zum Buch ist, dass du im Buch das komplett aus der Sicht von Buchheim-Leutnant Werner siehst, mhm, also komplett. Es gibt keinen allwissenden Erzähler, mhm, wohingegen in der Serie ja die Kamera durchaus auch an Orte springt, wo der Werner jetzt nicht ist. Ja, 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 genau. Also Werner hält das so ein bisschen zusammen, ne? Also das in der Serie ist es so ein bisschen so, die Geschichtsfetzen werden so ein bisschen zusammengehalten, auch wenn Zeit vergangen ist, aber er ist nicht der einzige Erzähler. Nee, aber er ist ja auch durchaus die Figur, mit der sich der Zuschauer identifizieren soll und der auch über die Figur des Semmelrogels dann für die Exposition sucht, mhm, oder bringt. Also, aber das ist ja gut gemacht. Also all das, was der Zuschauer ja nicht über ein U-Boot weiß, mhm, bekommen wir im Prinzip durch die Dialoge vom entweder gut mit dem Bootsmann Lamprecht oder mit 2WO ja dann gesagt. Also alles, was wir für den Film über die Funktionsweise eines U-Boots wissen müssen, ja, wird sehr unterhaltsam in Tutorial-Form sozusagen, ja, halt dabei gebracht. Ja, also. Tief werden. Mal sehen, ob die Ventile und Verschlüsse halten. Die Werfgarantie liegt bei 90 Meter. Ja, wir können noch tiefer. Irgendwann ist natürlich Schluss. Ist klar. Hält der Druckkörper nicht mehr. Dann wird das Boot vom Wasserdruck zerquetscht. Der Wasserdruck. Tiefer. Das muss das Boot abkönnen. 150. Aber ich fand es ganz spannend, dass du gerade gesagt hast, eigentlich ist Lieutenant Werner ja derjenige, mit dem wir uns identifizieren sollen. Ist dir das gelungen? Also so, weil ich finde, der ist schon eine schräge Figur irgendwie. Echt? Ne? Findest du? Also sagen wir es mal so, also ich kann mich schon ein bisschen mit ihm identifizieren, beim ersten Mal gucken oder beim ersten paar Mal gucken natürlich mehr als bei den weiteren Malen gucken. Dahingegen, dass ich halt beim allerersten Mal gucken ja auch keine Ahnung von so einem U-Boot habe. Das heißt, so wie es ihm geht, wird es einem ja selber gehen, beim ersten Mal tauchen zum Beispiel, ja, und so weiter. Und wenn du dann natürlich noch so einen Arsch hast, wie den 2WO, der halt dann dir alle Horrorgeschichten erzählt. Ja, klar, ja, und direkt von Anfang an quasi, direkt, ja, von Anfang an, dann kann ich schon gut verstehen, dass dem halt da die Muffe geht. Ich fand den nur nicht so hundertprozentig sympathisch. Ich finde den so ein bisschen, ich weiß auch nicht, der ist so ein bisschen so eine Leberwurst irgendwie. Ja, okay, also er ist jetzt kein Sympathieträger in dem, er ist ja auch kein Held. Nee, also, er hat keinen einzigen heldenhaften, hat er einen heldenhaften Moment? Ganz am... Doch, der hier mit dem Gespenst zusammen taucht er irgendwann nach einem Loch irgendwie da. Stimmt. Da ist er... Da bringt er sich dann ein, aber genau. Ansonsten ist er ja eigentlich immer nur im Weg. Ja, oder liegt auf seiner Koje. Und die Mannschaft mag ihn ja auch nicht, deswegen kriegt er irgendwann diesen Öllappen in die Fresse. Ja. Was übrigens so auch, das habe ich jetzt mal in dem Buchheim-Interview gelesen, mhm, auf einem deutschen U-Boot niemals, also das wäre nicht ungesühnt geblieben. Hier bleibt es ja ungesühnt, mhm, der Lamprecht fragt ja, wer war das? Keiner meldet sich und dann ist die Story vorbei, der, mhm, geht raus und er lächelt sogar noch ihm hinterher, ja, dem betröppelten Leutnant Werner. Und das wäre also was gewesen, wenn sowas passiert wäre, und es hätte sich keiner gemeldet, hätte es Kollektivstrafen gegeben.
Ja, da hätte man, also das hätte man niemals durchgehen lassen. Das Zweite, was er im Film kritisiert hat, war, also er hat wirklich Nitpicking gemacht. Das Zweite, es gibt diese eine Szene, ich glaube, die ist auf der Rückfahrt, wo der eine Soldat, der eine Matrose hier Josephine Baker tanzt, mäßig tanzt. Mhm, ja. Da sagt er auch, also das ist so nicht also so, das war so nicht, als er da war. Und er kann sich auch nicht vorstellen, dass so eine, in Anführungszeichen, Travestienummer jemals auf einem deutschen U-Boot, also das war nicht in deren Mindset, so eine Travestienummer zu machen. Ja. Ist ja spannend dann die Frage, warum er sie reingeschrieben hat, ne? Naja, das ist Drehbuch, also das ist Drehbuch. Ach, das war Drehbuch, alles klar. Das ist das, also das sind jetzt so Dinge, die so ein Drehbuch reingeschrieben haben. Alles klar, verstanden. Ja. Wenn ich sage, im Buch, dann gibt es natürlich auch Unterschiede zum Buch, die aber eher auf solchen kleinen Dingen beruhen. Also von den großen Episoden ist bis auf die zwei erwähnten alles drin. Da fehlt nichts. Der Angriff auf den Verband ist ein bisschen anders, aber nicht so dramatisch anders, dass man sagen kann, das ist jetzt hier, keine Ahnung, da fehlt Tom Bombadil. Oder so irgendwas. Jesus, ja, also. Oh. Ja, verstehe. Kommen wir nochmal aufs Ende. Das Ende finde ich aus mehreren Perspektiven auf jeden Fall spannend. Vielleicht können wir da auch nochmal ins Buch einhaken, weil im Buch kann man vielleicht ein bisschen besser überschauen, wer dann am Ende übrig bleibt, weil ich habe mich das gefragt am Ende, so auch mit der Perspektive auf die Serie, wer überlebt denn eigentlich? Okay, ich könnte es jetzt spontan nicht sagen. Ich auch nicht. Ach so. ich tatsächlich auch nicht. Also ich glaube, dass, also das müsste ich jetzt wirklich in meinem Gedächtnis kramen, also klar, Leutnant Werner überlebt. Das so viel steht fest. So steht fest. Ich glaube auch, dass der LI überlebt. Den meine ich später gesehen zu haben. Ja? Ja. Aber ich würde es ihm wünschen. Der Semmelrogge und der Francois-Typ ist tot. Hm. Der ist, glaube ich, tot. Der, ne? Meine ich auch. Ja, genau. Ich gehe dann auch nochmal die Liste durch, wen ich gesehen habe. Der, vom Kaloyn weiß man es halt nicht so. Ja, genau. Er bricht halt zusammen. Ja. Also ich bin eigentlich immer davon aus, dass er tot. Ausgegangen, dass er eigentlich stirbt, weil das eigentlich ja dann auch, das ist wieder so typisch Deutschland, ja, also das muss so enden, ja. Also ein deutscher Film im Zeitkrieg muss so enden. Ja, ich meine, das ist ja auch, also klar, wir brauchen es eigentlich nicht betonen, es ist ein Antikriegsfilm, so viel steht fest, genau. Ne? Und eigentlich ist es schon auch konsequent, dass der Film, also das ist jetzt, also ich finde das Ende tatsächlich auch gut, so wie es ist. So, deswegen, auch das ist ein Punkt, wo ich am Anfang, als dann die Ankündigung der Serie kam, mein linkes Auge nervös gezuckt hat. Weil das eigentlich ein guter Abschluss ist. Wäre es ein kriegsverherrlichender Film, wenn die eingelaufen wären, es wäre fertig gewesen? Jetzt mal rein hypothetisch gesprochen. Wir kennen unsere politische Einstellung. Es kann keiner nachsagen, wir wollen hier einen Nazi-Film draus machen. Aber ich frage mich, weil es halt so ein deutsches Ende ist. Es muss so enden, sonst ist es kein deutscher Film. Wäre es denn ein kriegsverherrlichender Film geworden, wenn die jetzt nicht draufgegangen wären? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also natürlich kann man das kriegsverherrlichen drehen, indem die einlaufen und dann alle Heil Hitler brüllen und von Bord gehen eine Party feiern. Ja, aber auch dann ist es, wäre es im Zweifel, also wenn es jetzt zum Beispiel ein historischer Film wäre, also wenn es historische Geschichte nachzeichnet, dann wäre es, glaube ich, immer noch kein kriegsverherrlichenderen Film. Ich glaube, man hätte immer noch irgendeinen Kniff gefunden am Ende, um noch irgendwie zu zeigen, dass da gebrochene Personen zurückgekommen sind. Weil sie ja auch diese Charakter wären auch nicht Heil Hitler brüllen vom Boot gelaufen. So, das, genau. Ne, also das ist schon mal der wichtige Punkt. Und ich glaube, wenn man diesen Film mit einem halbwegs eingeschalteten Verstand guckt, dann bekommt man an ganz vielen Stellen relativ deutlich gezeigt, dass diese Männer nicht sehr viel vom Krieg und von auch der Führung halten. Ich glaube, dass man das am Ende nochmal so klar zurrt, hat man auch gemacht, damit da auch bloß kein Zweifel aufkommt. Ne? Also damit, und natürlich, weil es halt einem eigentlich den Atem nimmt. So, ne? Es ist einfach auch ein krasses Ende. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal irgendwie gesehen habe, ich habe keine Ahnung, wie alt ich da gewesen bin und wann das genau war, aber mich hat das Ende einfach wirklich umgehauen, weil du ja schon irgendwie mitfieberst mit dieser Crew und durch diese ganzen schlimmen Dinge mit ihr durchgehst und dich natürlich dann auch freust, dass sie es irgendwie schaffen und dass sie einfach irgendwie diesen ganzen Scheiß hinter sich lassen können und zurück in La Rochelle sind, an Land gehen können und im besten Fall all das vergessen können, was da passiert ist. Und dann werden die alle umgenietet, so. Ja. Ne? Also ich meine, dieses Ende ist schon einfach mega krass. Ja, und es ist halt dann, also es macht halt auch diese Sinnlosigkeit, das ist natürlich schon ein bisschen in your face, ganz klar. Ja, klar. Aber
also dieses Bild vom Prochnow, und deswegen finde ich es auch so komisch, dass teilweise Prochnow auch manchmal unterirdische schauspielerische Leistungen abliefert, weil er das ja definitiv anders kann. Ja. Aber dieser Blick, wo er auf sein Boot guckt, mit dem sie durch dick und dünn gegangen, was sie im Grunde genommen gegen alle Widrigkeiten wieder in den Heimathafen geschafft haben. Ja. Und dann wird das Ding im Heimathafen versenkt. Ja. Ja. Im Dock sinkt es, und das ist das Letzte, was er sieht. Und ich glaube, da schwingt so viel mit in diesem Blick, sondern auch so A, die Enttäuschung, B, das ist ja seine Frau, das Boot. Mhm. Ja, ja. So ungefähr. Das heißt, so ein bisschen so sein, dieses, der Captain geht nicht mit seinem Boot unter. Mhm. So, auf so vielen Ebenen schwingt so was mit. Und die zweite Sache ist auch dieses, da finde ich den Grönemeyer geil, wie der dann so zusammensackt. Das macht er gut, ne? Finde ich auch. Also man kann so zwischenzeitlich, finde ich, auch immer mal wieder drüber streiten, ob der jetzt irgendwie der begnadeste Schauspieler auf der Welt ist. Aber es gibt so ein paar Szenen, wo er richtig gut aussieht. Und das ist, finde ich, auch für mich eine der besten Szenen. Und auch gerade diese beiden Männer und diese beiden Reaktionen dieser Männer, die, finde ich, hinterlassen auch dieses Gefühl, mit dem du in dem Film aus diesem Film rausgehst. Diese Leere, die der Film hinterlässt. Ich finde, das, ja, ja. Es bleibt ganz viel Ernüchterung und Leere einfach. Genau, weil er sagt, stimmt, Moment, er sagt ja gar nicht zusammen, er schreckt doch zurück. Stimmt, genau. Stimmt, er schreckt richtig zurück. Er nimmt den Karl Leubrich zusammen in seinem Arm. Und sie liegen so halb irgendwie genau auf dem Boden. Genau, und dann realisiert er, dass er wohl tot ist. Ja. Zumindest davon sind wir bisher ausgegangen, dass er tot ist. Und dann kriegt er richtig, ja, die nackte Angst. So, genau, ja. Genau, die nackte Angst ins Gesicht, und geht da zurück, und dann zoomt die Kamera raus, und dann siehst du ihn in diesem Trümmerfeld und dann schwarz und fertig. Ja, das ist, glaube ich, auch so eine Verständnisszene. Also er versteht da, was da eigentlich gerade passiert, weil das war der Mann, der ihn gerade über Wochen hinweg durch dick und dünn gebracht. Also er war so der Fels in der Brandung, glaube ich, für diese ganze Crew, und wahrscheinlich am Ende auch für Lieutenant Werner, der da ja wirklich Todesängste ausgestanden hat, wahrscheinlich alle, aber er wusste ja noch am wenigsten, was da gerade so passiert und was so ein Boot aushält und so weiter. Ne? Und diese Instanz ist damit weg quasi. Ne? Und das, das steckt, glaube ich, ganz, ganz stark in dieser Szene. Also ich finde das Ende wirklich sehr, sehr stark. Und deswegen, und weil das Ende so stark ist und weil es so ist, wie es ist, und weil es so gehört, wie es gehört, war ich dann eben, ob der Ankündigung, dass es jetzt weitergeht. Und wenn ich mir jetzt nochmal unsere jetzige Crew ins Gedächtnis rufe, dann habe ich da halt Charakterköpfe. Das ist das nächste große Problem. Ne? Neben, also auch abgesehen davon, dass das eine Schauspielcrew ist, die ihresgleichen sucht, ja, wir haben am Anfang ausführlich drüber gesprochen. Ja. Diese Charaktere verkörpern halt auch ganz viel einzeln, und wir haben eben darüber gesprochen, dass einige dieser Schauspieler einfach nur ganz kurz aufgetaucht sind, aber die haben es tatsächlich auch in ihren kleinen Rollen geschafft, diesen Rollen irgendeine Art von Tiefe oder von Profil zu geben. Also auch wenn Uwe Ochsenknecht noch viermal durchs Bild gelaufen ist, hast du ein Gefühl dafür bekommen, wer der Typ ist. Ja. Das kann was mit gutem Buch zu tun, also mit gutem Drehbuch zu tun haben. Es kann aber auch was mit guter Schauspielerei zu tun haben. Bevor du den Sack zumachst, mich würde noch interessieren, wer ist dein Lieblingsschauspieler? Wer hat für dich die beste Leistung geliefert, oder wer hat dich am meisten berührt? Also du redest jetzt von der schauspielerischen Leistung. Okay. Ja, oder also von der Figur, die dich am meisten berührt hat. Oder? Also jeder hat so seine Momente. Ich weiß noch, als schwer hoffnungslos verliebter Teenager war mir natürlich hier der unglücklich verliebte Soldat irgendwo am nächsten. Ja. Ist auch ein cooler Typ irgendwie, ne? Ist auch irgendwo ein cooler Typ. Ich habe sogar ein kleines Fass, mache ich noch auf. Weißt du, was mich auch noch so auf so einer unterschwelligen Ebene bedrückt hat? Nachhinein, ich habe irgendwann mal eine Doku gesehen, wie die Franzosen mit den Französinnen umgegangen sind, die sich mit Deutschen eingelassen haben. Mhm. Das war kein Spaß. Nee, das glaube ich. Das war kein Spaß. Also vor allem nach Kriegsende oder nachdem die Alliierten dann so Schritt für Schritt durch Frankreich vorgerückt sind. Das war kein Spaß. Da gibt es also Wochenschauaufnahmen, die sind, also da bist du auch nicht, ich will es nicht gleich schnell mit Holocaust-Aufnahmen, aber du bist auch betroffen dahingehend, wie Nachbarn mit Nachbarn auf einmal umgehen. Und das die nächste Stufe sind ja dann die Kinder, die aus solchen Beziehungen entstanden sind. Und auf dieser Ebene hat, als ich das dann irgendwann, dass diese sowas wusste, weil er sagt das ja auch, glaube ich, irgendwann in so einem Nebensatz,
das darf keiner wissen oder sowas. Das war mir beim ersten Mal gucken jetzt nicht so, die Ausmaße waren mir nicht so klar, was mit ihr passiert, wenn das rauskommt. Das darf keiner wissen. Darf keiner wissen. Ich hatte das beim ersten Mal gucken so unter, das darf keiner wissen, weil halt die Zeiten damals so waren. Ja. Aber es darf keiner wissen, weil sie sonst gelyncht wird, was vorgekommen ist. Ja. Und mit Haare abschneiden, nackt ausziehen, teeren und Federn durchs Dorf rennen, was auch vorgekommen ist, war sie noch am gut bedient, in Anführungszeichen. Gibt dem Ganzen auch nochmal so eine, so. Und dann kann man auch die Sorge von ihm natürlich, die ist schwanger, der ist nicht da, wenn es einer mitgekriegt hat, wie erklärt die das, wo kommt das Kind her, das gibt dem auch nochmal so eine, da muss er natürlich ein bisschen jetzt sich damit auseinandergesetzt haben und sowas wissen, schon klar, aber das gibt dem Ganzen halt auch nochmal so eine Schwere, die war, also mit dem konnte ich mich mal heute jetzt beim Rewatch überhaupt nicht mehr, dann ist mir der eigentlich eher, fand ich ein bisschen kitschig eigentlich. Ja, also ein bisschen Love Story, es gibt ja keine Frage. Im Gegensatz übrigens jetzt zur Serie, ne, da gibt es ja dann eine da Frau. Da gibt es jetzt eine, ja. Gibt es ja einfach keine Frauen im Film. Ne? Und das war dann ist das die einzige Romance-Note hier. Ansonsten, also es gibt keinen Comic Relief. Also der Semmelrogge so ein bisschen, aber auch schon nervig irgendwo. Also ich finde ihn eigentlich nervig. Es ist ganz lustig, wie man unterschiedlich auch Menschen wahrnimmt. Also, ne? Wir hatten das ja gerade bei Grünemeier schon. Ich finde Martin Semmelrogge in der Rolle, natürlich ist er so ein bisschen so ein Triezer, so gerade in Richtung Lieutenant Werner, aber ich finde den mega cool in der Rolle. Echt? Ja. Ich finde den, also wenn in echt würde ich den hassen, den Typ. Ich fand den lustig. Nee. Ich fand den auch sympathisch. So ein Typ wird mich, das wäre der Erste auf dem Boot, wenn ich auf dem Boot wäre, der wird mich mega nerven, der Typ. Ja, das kann, gut, wenn ich auf dem Boot wäre, vielleicht schon auch, ja. Aber ich fand der hat dem Film viel gegeben. So. Ja, also für den Film, ja. Wäre ich der L.I., ich hätte gesagt, Schnauze jetzt. Ich will deine Pilzgeschichten hier nicht hören. Apropos Pilz, was essen die eigentlich, wo der sagt, der hätte mal besser gerasiert werden sollen? Das weiß ich auch nicht. Boah, ist das widerlich, oder? Ja. Keine was Ahnung. Was essen die denn da? Ich dachte, das wäre irgendwas Fischiges, weil es da irgendwie so Gräten und sowas gab. Ja, dachte aber ich auch erst, aber dann ist irgendwie Borsten, also... Ich war keine Ahnung. Ja. Vielleicht kann man das ja noch recherchieren. Ja, vielleicht weiß das ja irgendjemand, was sie da essen. Also das war auch echt eklig. Also nochmal um die Charakter zurück. Ich finde den L.I. am menschlich nachvollziehbarsten. Den finde ich einfach, weil der ist durch, das ist schon seine x-te Feindfahrt. Der ist ja auch zumindest vom Schauspieler her der Älteste. Ja, also der berührt mich dann am meisten, wo ich auch froh war, dass das er überlebt ist auch. Ich bin ziemlich sicher, dass der am Ende dann, dass er das überlebt. Also den fand ich eigentlich so, weil der ist auch, der sagt auch nicht viel, aber wenn er was sagt, dann hat er es Hand und Fuß und so weiter. Und ja, den fand ich eigentlich ganz, ganz gut. Ansonsten, es sind ja nur 3 oder 4, die wirklich was, die anderen sind ja zwar da, aber haben ja, ich meine, Heinz Hönig oder wie heißt, ja, Heinz Hönig als Funker oder als Richter, so naher Mann, der hat ja jetzt keine Rolle, die jetzt, der sagt halt, Boot kommt auf, Verstörer nähert sich. Ja, also er sagt natürlich gut geliefert, ja, der liefert schon ab, die Dramatik, aber du erfährst ja über ihn als Charakter nichts. Nee, ist richtig. Ja. Der hat ja keinerlei Backstory oder sonst irgendwas. Was ja auch gut ist, heute würden sie ja, also wenn was meinst du, wenn sie es heute nochmal machen würden, hätten wir 20 Folgen. Ja, wahrscheinlich. Und dann hätte jeder eine Backstory, ne? Aber das finde ich gerade das Spannende. Rückblenden, ja. Dann wäre das, was man dann beim El Ino sieht, Fotos von seiner Frau Skifahren. Ja. Das würden sie heute noch eine Folge lang, wo sie Skifahren gehen. Ja. Und weißt du, was dann wäre? Die Frau wäre in der Lawine gestorben. So. Nee, ja. Das Kind wäre in der Lawine gestorben. Ja? Kind hätte dann dramatisch in der Lawine sterben müssen. Dann kann er seine Frau nicht trösten, sondern wird eingezogen und muss aufs Schiff. Irgendwie so eine Scheiße. Aber das ist die Kunst des Weglassens. Und ich finde, wenn ein gutes Drehbuch schafft es, Dinge wegzulassen und sie dadurch zu erzählen. Ja. Und das ist auch, und da bin ich total bei dir, auch die Kunst von der Figur des L.I. Das ist für mich auch die stärkste Figur. Und es ist für mich auch tatsächlich die stärkste und überraschendste schauspielerische Leistung jetzt auch beim Rewatch gewesen. Weil Klaus Wennemann kennt man halt, du hast es eben am Anfang gesagt, als der Fahnder, ja, mein Gott. Vorab Krimiserie, solides Ding, so, ja. Aber es ist jetzt auch, jetzt glaube ich, jetzt nichts, wo du dir den Arsch abspielst. Ja. So. Und ich finde, der spielt sich in dem Ding echt den Arsch ab. Und für mich ist wirklich der Höhepunkt, wo der da dann am Ende aus die auf dem Grund liegen, alle haben es aufgegeben, einschließlich des Kaloin. Und er arbeitet sich dann Arsch ab und rettet im Prinzip alleine das Leben dieser ganzen Crew. Und was da auch in dem Gesicht passiert, in diesen Stunden, die uns da zusammengefasst werden,
Ich finde das, also das, das hat mich wirklich überrascht und da ziehe ich auch den Hut vor Klaus Wendemann. Das ist echt ein geiles Spiel gewesen. Und dann auch, und was der auch geil spielt, ist dann noch dieses Pflichtbewusstsein gegenüber dem Kaloin, als er dann Meldung macht. Ja. Also er hat alle gerettet, hat saved the day, ja, ist der Held, hätte eigentlich hingehen können und sagen, Alter, so jetzt hier aber mal, ne? Bin ich mal der Captain hier, ja? Sondern er macht immer noch Meldung, ja. Versucht es militärisch korrekt da, also er fällt nie aus seiner LI-Rolle raus, ja, obwohl er sich gerade unglaublich, also das ist. Das ist krass, ja, ne? Ja, das ist wirklich krass. Also das ist das auf jeden Fall. Also das sind bleibende Dinge und an der Stelle, glaube ich, haben wir jetzt auch alles gesagt. Mir fällt nichts mehr ein. Hast du noch irgendeinen Aspekt über das Boot? Irgendwas, was wir noch nicht angesprochen haben? Wusstest du eigentlich, was Kaloin heißt von Anfang an? Kapitänleutnant. Ja, aber ich muss das nachgucken. Ich habe immer gedacht, das heißt Kaloi. Ich habe das N nie gehört. Jawohl, der Kaloin. Ja, das N kann man, also. Also das ja. N wird wird verschluckt irgendwie so. Also ich habe jahrelang gedacht, das heißt Kaloi. Und dann habe ich irgendwann mal geguckt, dass überall Kaloin steht. Mhm. Und jetzt höre ich das, meine ich das N zu hören. Ja, aber. Habe ich nicht so richtig drauf geachtet, ehrlich gesagt. Aber ich hatte auch nie was irgendwie mit Bundeswehr oder so zu tun, aber ich wusste nicht, was es heißt. Ich meine, es gibt auch Textstellen, die du nicht gut verstehst. Also es gibt durchaus Dinge, so. Und wo das, es auch laut ist. Wo es auch laut ist. Ja. Wo schnell geredet wird. Wo auch schnell geredet wird. Gut, bleiben wir noch kurz bei der Synchro. Ich habe dann auch ab und zu mal umgeswitcht auf der Sprache, weil ich einfach mal wissen wollte, wie übersetzen die das jetzt eigentlich ins Englische. Das interessiert mich jetzt mal. Da gibt's eines, ich habe es bei einer oder zwei Szenen gemacht. Eine ist mir im Gedächtnis geblieben, wo ich mich heute, den ich auch den Sinn nicht verstehe. Hast du den Sinn verstanden, warum die Stimmung so im Eimer ist, dass Schalke 5-0 verloren hat? Schlechte Nachrichten, Männer. Was ist los? Schalke hat verloren. 5-0. Keine Chance mehr für die Vorschlussrunde. Doch nicht wahr, verdammte Scheiße! Nee, habe ich auch nicht so richtig verstanden. Das muss ein Insider gewesen sein, oder? Ja, habe ich auch nicht verstanden. Also, also es gab kein Spiel, wo Schalke 5-0 verloren hat. Also das gab es nicht in der Zeit nirgendwo. Damals gab es im Fußball bei uns noch Playoffs. Also es war. Und selbst wenn, warum soll das ganze Boot davon betrübt gewesen sein? Gerade im Hinblick auf, dass die aus aller. Ja, eben. Ja. Habe ich nicht verstanden. Habe ich auch nicht verstanden. Ich habe auch erst gedacht, ich hätte mich verhört. Ich habe da tatsächlich nochmal zurückgespult und habe da gespult vor allem. Und und habe das dann nochmal gehört, aber ich habe ich auch nicht gerafft. Ja. Und da habe ich mal aufs Englische geschaltet, weil ich wissen wollte, was sagt er denn im Englischen? Ja. Und da macht es sogar mehr Sinn, witzigerweise, weil da sagt er nämlich ganz neutral, our team is losing, unser Team hat verloren. Was immer das auch sein mag dann in dem Fall, aber naja, gut. Genau, wenn ich das mit den Deutschen irgendwann Fußball gespielt hätte in der Nationalmannschaft zu der Zeit. Genau, ja. Aber da macht es zumindest irgendwie Sinn oder halbwegs Sinn. Aber das 5-0, ich habe das nie verstanden. Hm. Wieso sind denn, Alter, da müsste doch einer im Hintergrund rufen, hier. Habe ich auch nicht. Aber ich meine, es gibt Leute, die sagen, ja, es ist immer gut, wenn Schalke 5-0 verliert. Ja. Aber also das habe ich nicht verstanden. Das war so eine Szene, das hat so keinen, also. Ja, keine Ahnung, Punkt, das habe ich nicht verstanden. Okay, vielleicht das ist auch ja nicht verstanden. Von euch und kann uns da irgendwie auf die Sprünge helfen. Vielleicht ist es irgendein Insider, weiß ich auch nicht. Der uns da entgangen ist. Wie gesagt, ich glaube, wir könnten ungefähr noch 2 Wochen weiterreden über dieses Boot. Aber wir haben im zweiten Take jetzt schon 1,5 Stunden drauf. Wir hatten vorher schon 1 Stunde drauf. In diesem Sinne, Mensch Sebastian, das war jetzt ein fulminanter Auftakt. Ja, also auch unsere Vorlage angeht, über die wir gesprochen haben. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, was die da draus machen werden. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich würde mal sagen, wir gucken uns mal die ersten 2 Folgen an, entscheiden dann, ob wir Redebedarf haben oder ob wir es bis zur Folge 4 aushalten. Gucken wir einfach mal. Wie wir das machen. Dir vielen Dank. Oh. Und jetzt hast du noch kurz noch die Möglichkeit, natürlich etwas Werbung zu machen. Oh, darf ich das? Ja. Für mich selber Werbung machen. Ihr sollt Podcast hören. Hört so viele Podcasts, wie ihr könnt. Und wenn ihr Star Trek mögt, dann schaut mal bei Discovery Panel vorbei. Habe ich gehört, soll ganz gut sein. Also es gibt Leute, die behaupten das. Ja. Sind vielleicht auch Lügner. Und ihr seid uns, was Discovery Panel und Discovery angeht, sogar schon voraus, weil ihr habt schon angefangen, die Shorts zu besprechen. Ja.
Die sind tatsächlich auch durchaus sehenswert. Es ist ein bisschen doof, dass man da immer in die USA verreisen muss, weil die ja hier nicht ausgestrahlt werden Gründen. Zwei sind mittlerweile draußen und jetzt der zweite, der letzte, Calypso heißt der, der ist richtig gut. Also den haben wir gerade besprochen tatsächlich in der letzten Folge. Und den finde ich richtig, also für 15 Minuten sind das 15 wirklich sehr sehenswerte Minuten, die ich an der Stelle auf jeden Fall empfehlen kann, wenn ihr in die USA kurz reisen wollt, um euch den anzuschauen, tut das. Sind die ein Build-up für die nächste Season, oder? Nicht wirklich. Ich glaube, es ist so ein bisschen so, wir erhalten das Gefühl so ein bisschen aufrecht, wir bleiben so ein bisschen auf der Discovery drauf. Bei der ersten Folge bei Runaway kann es schon noch eine Bedeutung haben, irgendwie für die Staffel, ob es eine tragende Bedeutung sein wird, eher nicht, aber es könnte eine Randbedeutung haben. Jetzt die Folge Calypso hat, glaube ich, nichts. Also da kann es keinen Querverweis geben. Prima. Also dann könnt ihr dort auch einschalten. Dann geht es ja im Januar weiter. Aber auf jeden Fall hört ihr das zarte Stimmchen von Sebastian nochmal früher, meins auch. Nämlich so irgendwann in 2-3 Wochen auf jeden Fall, wenn es dann losgeht, wenn wir die ersten 2 und/oder 4 Folgen von der Fortsetzung von Das Boot besprechen. Wir freuen uns von Nerdizismus immer, und das gilt für jeden Podcaster, über Feedback. Was sind denn eure Erinnerungen an Das Boot? Habt ihr das als Kind gesehen? Habt ihr das als Jugendlicher, Erwachsener gesehen? Oder guckt ihr es jetzt erst, weil wir drüber gesprochen haben? Schreibt es doch mal in die Kommentare, was eure Highlights in dem Film waren oder von der Serie waren. Und hinterlasst uns mal ein Like bei Facebook oder bei Twitter oder bei Instagram oder auf Vero, wobei das darf ich ja nicht mehr sagen, sagt der Michael. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an info@nerdizismus.de und Bewertungen bei iTunes sind sowieso immer das allerbeste und für die, die alles das nicht machen wollen, dann hört es wenigstens auf Spotify. So, in diesem Sinne, was auch immer ihr getan habt, macht es weiter, bleibt brav, anständig, Hände über der Decke und in diesem Sinne, Sebastian, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.